Moin Leute, ne? Oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr zuschaut. Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren For the King 2 Stream. Sunny ist gerade noch AFK und die anderen beiden kommen ein kleines Stückchen später. Aber wir wollen ja jetzt mal so langsam anfangen, wieder 3 Stunden durch die Weltgeschichte zu gurken, wieder irgendeinen Charakter zu suchen. Naja, das haben ich und Kai zumindest Offscreen gemacht. Das haben wir Offscreen halt noch erledigt. Wir haben den Alchemisten noch gefunden. Die Gruppenkonstellation steht auch heute mehr oder weniger schon im Vorfeld. Wir haben auch noch bei den Eigenschaften noch Offscreen die beiden hier nebenbei über das Wissen gekauft und können auch noch zusätzlich hier unter der Ausrüstung jetzt zusätzlich noch den 25 Goldbeutel hier kaufen. Dass ihr da Bescheid wisst. So, nichtsdestotrotz, Kampagne. Kampagne Start. Die Ureiche, Kapitel 2. Und da ist der Grafkaler. So, Ausrüstungspunkten, den mache ich tatsächlich mal auf 6. Und die Chaosgeschwindigkeit mache ich mal ein bisschen runter, weil sich das schon recht schnell fühlt. Auch die Marktinflation, wollen ja nicht, dass alles zu teuer wird. Deswegen mache ich das mal auf 60. Komm, Chaos lasse ich dann auch mal auf 60. Verteidige ihn im Wald, töte 25 Goblins. Schließt das Abenteuer in höchstens 50 Runden ab, kann man vergessen. Und etwas Unbekanntes. Das Abenteuer beginnt. Jo. So, dann benehmen wir erstmal unsere Leute hier. Wir haben zum einen den Herbalisten, den ich heute spiele. Dann als zweiten den Alchemisten Sunny, der offenbar Hallo. Ein paar zu viel von seinen Mischungen gesoffen hat. Zumindest siehst du so aus. Ich weiß nicht, wovon du redest. Dann haben wir noch einen Bauern und einen Pfadfinder. Wie gesagt, die anderen beiden Dullis, die kommen ein bisschen später. Xi. Ach ja, wir gehen gleich natürlich noch, bevor ich hier auf bereit drücke, noch die Klasseninfo durch, ne? Damit man nochmal weiß, was unsere Klassen hier können. Gehen wir mal von links nach rechts durch. Jo. Wenn du mich lässt. Also hier haben wir halt zuallererst den Herbalisten, der findet durchgehend ein Kraut. Also der hat die Fähigkeit. Und er hat durchgehend die Gruppenheilung. Desbezüglich habe ich mir auch gleich schon mein Talent schon geclaimt. Ich kämpfe hauptsächlich, ich kämpfe doch mit Wahrnehmung und Intelligenz. Ich hatte den Herbalist mit Talent in Erinnerung. Ist aber auch in Ordnung irgendwo. Also ich bin hauptsächlich fürs Heilen zuständig. Deswegen habe ich mir gleich schon hier die Fähigkeit, den Talent geclaimt, dass ich eine zusätzliche sekundäre Aktion habe, damit ich mehr heilen kann. Sunny ist der Alchemist. Vermischung von Magie und Chemie verändert den Verstand von Alchemisten. Doch seht sie Beweise. Das Gesicht. Dieses ungewöhnliche Fachgebiet hat die Aufmerksamkeit der wachende Königin auf sich gezogen. Wer ihm nachgeht, wird festgenommen und in die Hauptstadt befördert. Nur wenige leisten keinen Widerstand. Du hast die Rauchflucht, Chance von einem beliebigen Kampfwert zu fliehen, ein Fertigkeitswurf weniger erforderlich, das heißt, du kannst dich schnell besser verpissen. Und du hast die Fähigkeit, dass du ab und zu Tränke herstellst. Ich weiß nicht genau, was das bringt, aber du kannst es. Und ich kämpfe mit meinen besten Sätzen hier Geschwindigkeit und Intelligenz. Kai ist heute ein Bauer. Er hat die Chance, ab und zu eine Vogelscheuche zu spawnen, die dann in der vorderen Reihe steht und dann einfach für uns die Schläge abfängt. Ich finde es schön. Stärke, Vitalität und Wahrnehmung ist bei ihm einfach gleich. Steht uns dann tatsächlich nicht irgendwo nach. Und dann haben wir noch den Pathfinder. Der kämpft mit Talent und Wahrnehmung. Er ist vermessen. Chance, ein verstecktes Sonderziel in der Oberwelt zu entdecken. Und er kann auskundschaften, während wir in einem Dungeon sind. Das heißt, durch ihn wissen wir, was im nächsten Raum schon vor sich geht. Sind halt ewige Wanderer. Du solltest weniger im Labor abhängen, Junge. So, was diese Punkte hier angeht, man kann sich jeder nur eins nehmen bei den Talenten. Ich habe mir hier schon flink auf jeden Fall geclaimt, weil ich dadurch eine zusätzliche sekundäre Aktion habe. Heißt, ich kann beispielsweise noch einmal zusätzlich bewegen oder zusätzlich noch ein Gottesbad verwenden.
Deswegen habe ich mir den schon geclaimed und Sunny hat sich den das Begab geclaimed. Dass er alles genau. Und drei höher hat. Für Kai, Taktiker und falls Akai noch Auftrag hat, dass ich gleich selber aussuchen. Ansonsten gebe ich ihm gleich den Denker. So, ich nehme mir mal die 25 Gold mit. Die kosten einmal mehr als die 10 Gold. Aber dann haben wir schon mal Startgeld. Ich gebe dann auch direkt ein bisschen davon ab. Also ich behalte das nicht alles für mich. Ich teile damit natürlich. Die Dietriche natürlich, wie beim letzten Mal. Gottesbart, ist ja wohl klar. Ja, als Healer eigentlich eine gute Idee. Und wenn ich halt eh schon der Heiler bin, nehme ich mir auch direkt das Ginseng mit. Jo, mach das. So, dann für Kai... Die Missgabe von ihm ist zweihändig. Da brauche ich ihm den Schild nicht in die Hand drücken. Ich gebe ihm auf jeden Fall wie letztes Mal die Jacke. Taktik habe ich ihm schon gegeben. Dann gebe ich ihm noch die 10 Gold mit. Und die Goldwurzel. Du wolltest ja auf jeden Fall das Jahrmarkts-Ticket mitnehmen, damit das Kaya das. Ich nehme auf jeden Fall das Jahrmarkts-Ticket mit. Die Stange wäre dumm. Das Fernglas wäre vielleicht ganz interessant. Für den wenn du dann rumläufst, dann deckst du einen weiter auf. Ein Feld entfernt weiter. Kann ganz praktisch sein. Wahrscheinlich Akai, die lasse ich für Akai. Ja, weil der wird die Safe mitnehmen wollen. Ich nehme die zusätzliche Crit-Chance mit. Zwei Punkte hast du noch. Oder? Oder ich nehme den Zunderbolt. Dann habe ich noch einen Punkt. Mit dem ich da nichts mehr machen kann, dann gibt es hier irgendeine Option, mit der ich noch was mache, mit der ich zwei Sachen holen kann? Nein. Doch, aber dann würde ich ja Karl. Ach, scheiß drauf. So, und für ihn. Hey, zuerst kommt mal zuerst. Ich gebe Ihnen jetzt den Denker mit. Irgendwer muss noch den Zunderbolt mitnehmen. Dann gebe ich ihm noch den Zunderbolt und das Fernglas. Ja, passt. Wie gesagt, die anderen beiden, die kommen ein bisschen später. Die Ureiche. Nachdem die Wachen nicht mehr von Bedeutung sind und Hildebrand in Sicherheit und an ihrer Seite ist, richtet die Gruppe ihr Augenmerk auf mysteriöse Zwischenfälle in den Tiefen des Waldes. Hildebrand, dem die beunruhigenden Vorgänge große Sorgen bereiten, hat die Gruppe zu sich gerufen, damit sie ihn bei dringenden Untersuchungen unterstützt. Gemeinsam mit der geheimnisvollen Gesell machen sich die Helden auf den Weg, um den Ursprung der Zwischenfälle aufzudecken und herauszufinden, inwiefern sie mit der Vergangenheit zusammenhängen. Ich gucke übrigens eben kurz was. Sonnenspeerhai ist der Standort. Da ist unser dritter Mann schon mal. Genau nachdem wir alles hier eingerichtet haben. Jetzt setze ich ihn erstmal richtig hier hin. Hallo Akaya. Er ist da. Noch nicht. Er ist zumindest da. Ich hatte vergessen, mich am Headset wieder mal zu entmuten. Alles gut. So. Also, wir haben dir ein paar Pfünde gegeben. Aussehen habe ich dich so weiß wie möglich gemacht. Du hast das Talent hier Heureka. Wenn du ein Level-Up machst, dann kriegst du Fokus komplett aufgefüllt und du hast generell einen Fokus mehr. Entspannt. Nicht, dass ich das bräuchte, glaube ich, aber... Ich hätte ja auch 25 Glück mitgeben können. Ja, da bringt Heureka wahrscheinlich, also der ist andere, Flink und Heureka wahrscheinlich mehr. Wo soll laut Hildebrand nochmal unser Ziel? Kloster sein? Das ist ja sehr das ist gar nicht weit weg. Rosamund trägt ihre Streitkräfte noch immer über das Land. Wir müssen wirklich langsam Zeug und den Widerstand unterstützen. Aber gut, finden wir ihn, bevor noch seine Frau nach ihm sucht. Er muss doch hier irgendwo sein. Im Übrigen, wir halten uns fest. Wir gucken, dass wir anfangs auf jeden Fall, bevor wir die Möglichkeit haben, eine Map zu wechseln, dass wir erst die ganze Map einmal absuchen nach dem zwickigen Charakter, den man auf jeder Map finden kann. Zumindest die ersten Kapitel über. So, und jetzt mal erstmal das, was ich gerade eben angekündigt habe. Ich gucke gerade, wie ich es aufteile. Mir unter Kaya 8. Gib mir unter Kaya 8, dann passt das. 8, 16, ja, dann hast du 9, wir beide haben 8 und Kaya 10, dann passt das. So, dann haben wir das Geld mehr oder weniger gerecht aufgeteilt. So gerecht, wie es eben geht. So, das hatten wir beim letzten Mal übrigens nicht gemacht, man kann auch in die Stadt reingehen, einfach instant.
So, wir haben einen Glasbogen hier direkt. Der brechen kann? So wie meiner beim vorletzten Mal. Warum bist du bei mir so leise heute, Akaya? Bei mir tatsächlich nicht. Irgendwas hast du falsch gemacht dann. Ich hatte dich gerade nochmal in OBS. Ach, in OBS. Im anderen hier ein bisschen lauter gestellt. Jetzt muss ich nochmal wieder Parsec E-Mail bestätigen, ey. Dafür können wir nichts. Ich weiß nicht mal, wo auf meinem PC das rumgammelt. Das hat er einfach irgendwo installiert. Ich hatte keine Option auszuwählen, wo er es denn installieren soll. Ich hab deswegen suche ich Parsec immer unten in der Leiste. Das ist ja nicht viel einzugeben. Und ich habe ja unten so eine schöne Suchleiste. Du kannst es ja auch einfach in die Taskleiste packen. Oder so. Also wir haben die Auswahl, einen Glasbogen, der mit einmal verkacken kaputt ist, 40 Gold, 20 Gold oder 12 Gruppen-EP. Ich kann es übrigens nicht an die Taskleiste ranprügeln. Ich würde tatsächlich am ehesten, dass die 40 Gold nehmen. Die Gruppen-EP klingen auch ganz gut für den Anfang eigentlich, ja, aber die 40 Gold auch... Aber ich bezweifle, dass wir den Instant Down bekommen, den Troll dort. Das ist sogar ein königlicher Troll. Ja, den machen wir fertig. Im Worst Case verpiss ich mich, das war so schnell, wie es irgendwie geht. Ich kann das ja auch aus der vorderen Reihe, im Worst Case. So, Akaya ist jetzt auch drin und ich bin dran übrigens. Das heißt, Finger weg von der Maus. Ich hab die Finger nicht an der Maus. Was hat der Markt eigentlich überhaupt zu bieten, bevor ich losziehe? Na, zumindest für Kai schon mal ein Schild. Bringt er dem so viel? Ja, der Drachenschild, der bringt schon ein bisschen was zum Anfang. Es gibt natürlich bessere. Aber auch so die des Rüssel des königlichen Schlägers, wer auch immer da die ganze Zeit eine Maus rumfingert, ne? Lass das mal bitte. Ich find's nicht. Ich hab nicht mal ein Parsec reingeklickt gerade. Du bist schon verbunden. Ja. Das ist mir klar, aber ich bin gerade außerhalb von Parsec zu gehen. Ja, das reicht aber aus. Du wirst trotzdem übertragen. Du wirst trotzdem übertragen. Wow, dann darf man ja gar nichts machen währenddessen. Sonst sag kurz Bescheid, dann nimmt Shining dir kurz die Maus weg, wenn irgendwas ist. Er sagt okay, das doch einfach. Er hat jetzt kurz die Maus weggenommen. Was auch immer du machen willst, mach es, dann gebe ich dir die Maus wieder. Ich erkläre eben kurz nochmal übrigens nochmal mit dem Chaos, weil ich das jetzt nochmal ausgehend reingeschaut habe. Erstens, je höher das geht, umso stärker werden die Gegner und haben auch mehr Leben. Zweitens, wenn das da oben abgelaufen ist, außer es ist die königliche Wache, dann haben wir instant verloren. Und so, dann kann ich dir die Maus wiedergeben? Hast du alles erledigt? Du kannst ruhig gerade das machen, was du da eher machen warst. Die Frage war, ob ich dir die Maus wiedergeben kann. Ich brauche wahrscheinlich noch 1-2 Minuten. Okay, sag dann Bescheid. Ich übernehme dann auch so lange deinen Part. Weil ich wollte die Vettel hier jetzt angreifen. Erstmal ein bisschen hochtrainieren. Wir schaffen den Troll so nicht. Ja. Kai hat übrigens für dich auch hier die Fähigkeit, dass ab und zu ein Bonusschadenfeld erscheint. Wieso bist du schneller? Einzelziel. Rauchbombenflucht, weg hier! Ja, damit kannst du wahrscheinlich einfach besser fliehen. Das ist zwar die Fähigkeit als Alchemist, er kann schneller aus dem Kampf verschwinden und der craftet ab und zu hier Tränke. Magiegeschoss. Ich weiß aber nicht, was Tränke in dem Spiel bringen, weil ich noch nie welche gesehen habe. Ach ja, wir haben ja immer noch ein Tutorial an. Es gibt jetzt eine Reihangriffe, du hast nämlich von Anfang an einen Boomerang, Akaya. Okay, was auch immer ich damit soll. Der funktioniert so, du wirfst den und der fliegt dann von rechts nach links einmal durch. Beim Reihenangriff natürlich, beim Einsitzen natürlich nicht. Ich wäre dafür, dass wir uns erstmal auf den Taschendieb konzentrieren. Du kämpfst mit Talent und Wahrnehmung. Bevor der uns Geld klaut. Ja, oh, okay. Der Taschendieb muss weg, bevor er uns beklauen kann.
Ich kämpfe auch mit Wahrnehmung, aber wie gesagt, ich bin mehr auf Heilen spezialisiert. Und ich kann auch Intelligenzwaffen nehmen. Das heißt, ich kann mich mit Sunny tatsächlich um die Waffen prügeln. Nein! Das gibt jemand, der sich um die Waffen kloppt. Warum? Warum? Why? Sunny, ich überlasse den Taschendieb mal dir. Genau, genau. Mach mal, damit, mach mal. Das Durchstoßen lohnt sich da gerade mehr. Ja, auf jeden Fall. Die Vogelscheuche wurde aufgebaut. Gebaut. Aber ich doch, mal, das ist doch jetzt was ziemlich. Ich denke, jetzt könntest du mir die Maus wiedergeben. Ich habe soweit jetzt alles durch. Okay, die hat zwar nur 5 Leben, aber sie hält. Okay, sie nimmt jede Runde einen Schaden. Ja, und sie kann halt Treffer abstecken. Und guck, sie verteidigt für dich. Sie ist wie Kai mit dem Schild. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich gut. So, hier mache ich Safe 3 Damage. Weg das mit dir. Was da das? Achso, ich hab das Gold, wir haben das Gold guck, du hast da den Reihen angefangen, Kaya. Damit kannst du, wenn du den nutzt, von rechts nach links durchprügeln mit dem Bumerang. Warum ist der Schaden bei mir jetzt wieder so niedrig? Weil wir jetzt gerade eine neue Runde gestartet haben. Weil wir erst Level 0 sind, so gesehen. Ja. Okay. Ich glaube, der Vorteil vom Bumerang ist, wenn er jetzt zum Beispiel so wie bei Sunny ist, dass einer davor steht, du kannst das komplett ignorieren. Weil du ja von der Seite zusteckst und nicht von vorne. Oh, okay. Hat trotzdem gereicht. Ich dachte kurz. Ja, wie immer teilen, ne? Dietrich, ich hab schon ein Set. Krieg mal der, der schon über die ganze Map rast. Du hast übrigens ein Erkundungsfernglas bei dir. Damit Widerstand. Das Ding wird erkundest du mehr. Nehmen. Ich will wieder auf Ausweichen gehen. Ja, dann gebe ich dir gleich meine Stiefel, dann passt das. Ich habe nämlich Stiefel, die mir plus 5 ausweichen geben. Im Übrigen, wenn ein Ortswechsel möglich ist, Akaya, der wird nicht instant gemacht. Wir suchen erst die Map ab, wo wir den versteckten Charakter finden. Weil ich habe nicht wirklich Lust, das nochmal offscreen machen zu müssen. Das war echt nervig. Ich habe mit dem Kai da wirklich über eine Stunde dran gehangen. Na. Guck, hier ist dein Bumerang jetzt zum Beispiel gleich richtig praktisch. Ich bin übrigens... Ach nee, Sunny ist dran. Nein, das ist mein. Ich bin dran. Mir fehlen so ein bisschen die... Was ist Truppenangriffe. Ja, OE-Sachen. Naja. Naja, damit kann ich dienen. Ja. Guck, jetzt kannst du mit dem Meilen anfangen. Du kannst halt wirklich einmal durchjeeten. Man kann ja so... Jeet! Jeet! Okay, das stelle ich mir schon spaßig vor. Der Kai, der kommt wahrscheinlich erst gegen halb oder 8 Uhr. So lange übernehme ich seinen Teil. Ich finde das auch schön, ich habe direkt von Anfang an Start mit Kurieren. Wer von euch will? Ene Miste, das habe ich in der Kiste, du. Am besten der jetzt gleich dran wäre. Ich hab die Spinne, die dran ist, erwischt. Sehr schön. Oh Gott. Okay, es reicht trotzdem. Ja, und da ist die Vogelscheuche. Steht nur scheiße. Die kann Schläge abfangen, Akaya, und sie nimmt jede Runde Schaden. Aber sie ist so gesehen kein Mitschild. Ja, Geld wird so oder so aufgeteilt. Den krieg ich. Ja. Den krieg ich. Ich bin Herbalist. Ja. Ja, dann nimm ihn an. Würze des Gelehrten. Wir haben, glaube ich, alle gleich. Ich bewahre einfach mal auf und nutze ihn nicht, wenn irgendjemand da hinten hängt, dann gebe ich den weiter. Vor allen Dingen später bringt der wesentlich mehr als jetzt. Das wäre so lustig gewesen, wäre das jetzt instant eine Mimik. Ja, ich habe bisher noch nie eine Mimik. Eigentlich meine, aber ich habe Gruppenheilung ja standardmäßig. Ja, deswegen. Nimm du ihn ruhig. Würde ich eher sagen, dann nehme ich den an mich. Ich kann standardmäßig heilen. Widerstand, ausreichend Fokus, Geschwindigkeit. Was habe ich für einen Helm? Gar ich glaube gar keinen derzeit. Dann ist es meiner. Der ist zum Verkauf. Gewürzrum. Erhöht deine Rüstung und dein Widerstand vorübergehend um 50. Das kriegt Kai. Der besäuft dich ja so gerne als Bauer. Alles Mögliche, was mit Ausweichen zu tun hat, möchte ich halt haben. Das sollten wir, denke ich. Ich werde wieder Mr. Untouchable. Was ist das da oben rechts, Sunny?
Ach, das ist unser Questziel. Unser Questziel, das Kloster. Wie gesagt, mit dem Troll würde ich mich jetzt noch nicht anlegen. Ich glaube, die Heilrot ist sogar stärker. Ja, die ist sogar stärker als dein jetziger Stab. Ja. Sonst können wir beide heilen. Den alten Zauberstab kannst du auch direkt verkaufen, du bist schon bei der Stadt. Du könntest mir aber auch mal die Schuhe rübergeben. Hab ich. Hat er gerade gemacht? Das hatte ich nicht gesehen gehabt. 17. Das heißt, entweder die Handschuhe, die ich. Entweder die oder ich nehme die Kappe. Kappe wäre halt auch geil. Würde mir ein Vogel. Ich glaube, ich nehme die Kappe. Tatsächlich. Aber warum zur Hölle habe ich so viel Fokus? Ich erkläre es dir nochmal, du hast das Talent Heureka. Das kann man, jeder kann sich ein gratis Talent mitnehmen, weil wir die freigeschaltet haben. Und Heureka macht, du hast standardmäßig einen Fokus mehr. Der Pfadfinder hat generell recht viel Fokus. Und wenn du ein Level-Up machst, ist dein Fokus komplett wiederhergestellt. Die sollte ich eigentlich hinkriegen, auch alleine. Ja, ist nur eine Krähe. Naja, sonst ist hier nichts. Vermessen! Das ist eine Fähigkeit als Pfadfinder. Du hast die Chance, ab und zu so Sondersachen auf der Karte einfach so aufzudecken. Wie zum Beispiel gerade das lockende Becken. Wie jetzt gerade das Becken, ja. Was sogar sehr geil ist. Hefners Landhafen. Warum denn nicht? Also, weil deswegen. Wir noch keine Boote haben. Man kann Landboote kaufen. Was sind denn Landboote? Naja, ich würde mal sagen. Was Land fahren. Ja, so in etwa also, wie Boote in Minecraft übers Eis fahren können. Also basically Autos? Ja. So in etwa, glaube ich. Oder eher Kutschen. Ich gehe mal hier lang. Oh, Hinterhalt. Ja, die Spinne kriege ich hin. Genau, so bin ich noch in der Range von beiden. Du hast eh Unterstützungsreichweite mit dem Heilstab. Ja, das stimmt. Aber das Vieh ist nicht in Reichweite. Eine Elfe. Siehst aber ein bisschen wütend aus, Tinkerbell. Ja, ich will auch Level. Hallo, das war ich. Oh, Entschuldigung, du darfst mich spielen. Ich dachte, ich bin das wegen Magie. Du bist nicht immer der Magier. Ich bin immer der Magier. Was nicht heißt, dass du der Einzige bist, der Magie braucht. Das ist richtig, trotzdem bin ich immer der Magier. Du darfst mich jetzt einmal steuern, Zanni. Du darfst mich einmal drücken. Okay. Damit sind wir dann quitt. Magst du nicht hinter Kai stehen? Nee, ich hoffe, dass er gleich die. Fuck. Die Vogelscheuche spawnt. Mensch, was kannst du eigentlich? Du hast gedrückt. Es ist ein Schaf. Schade, er spawnt keine Vogelscheuche. Die Vogelscheuche war bisher recht häufig, aber nicht immer. Es besteht eine Chance. Nicht. Es ist safe. Dasselbe gilt für den Taktiker, den Kai dabei hat. Das kannst du nehmen. Du hast ja auch gerade einen Heilstab bei dir. Ich habe das Gefühl, Sunny will mir gerade Konkurrenz machen vom Fokus her. Er ist Alchemist. Ja. Aber ist das hier das Chaos? Nee. Ja, Gesundheit der Ureiche. Das ist Chaos-Level? Ja. Kann ich dir auch zeigen, eben kurz, damit du das auch siehst. Hier bei Chaos, es gibt die verschiedenen Typen. Gesunderte Ureiche. Wenn sich der Chaos-Pool leert, erleidet die Ureiche Schaden. Wenn der Vorrat leer ist, endet das Abenteuer. Das mit dem endet Abenteuer ist bei allem, außer bei Welle der königlichen Wache. Und mit jedem Chaos-Level erhöhen sich die LP von Gegnern und wenn der Pool voll ist, erscheint die Chaos-Bestie und bringt Chaos-Regen mit sich. Das gilt für alle Chaos-Dinger. Und wo sieht man das Chaos-Level jetzt, außer hier oben, wie stark es beschädigt ist? Das ist genau die Chaos-Leiste. Da oben, wenn das Feld hier erreicht ist, dann wird da eine weniger. Genau. Also du siehst doch da oben auf dieser Tag-Runden-Leiste da den Baum. Wenn wir den Baum erreichen, dann ist ein Chaos-Level erreicht. Dann hat die Ureiche Schaden genommen.
Ich verstehe es gerade irgendwie nur so halb. Alles gut. Im Laufe dieses Kapitels wirst du es eher verstehen wahrscheinlich. Naja, dadurch, dass ihr ausnahmslos die ganze Map erkunden wollt, kommt es durchaus nicht vor, dass wir nicht komplette Map, es reicht schon aus, wenn wir den Typen finden. Ja, aber mit Pech müssen wir komplett einmal alles machen. Natürlich, mit Pech, klar. Hat einen Dungeon! Ne. Jetzt zieht er uns alle. Die Gruppe ist vielleicht noch nicht bereit dafür. Egal, wird schon. Rein da! Rein in die Olga! Hat's direkt weggedrückt. Ich stehe noch in Reichweite tatsächlich. Akaya steht sogar in Akaya Reichweite. Akaya sogar auch da unten. Ja, du hast, okay. Du hast halt Unterstützungsreichweite als Alchemist mit dem Stab. Oh, in die vordere Reihe kann Akaya gleich schön reinhauen. Ja, wir hauen so lange die Krähe hinten kaputt. Wenn ich die Kritte, dann habe ich die ganze Reihe gecleared. Die greifen jetzt alle an. Das glaubst du doch selber nicht, dass du einen Crit kriegst. Nee, tue ich auch nicht. Ne? Autsch! Oh, scheiße, Akaya wird zurückgesetzt. Du glaubst doch selber nicht, dass du drankommst. In der Reihe. Warum können die Krähen das? Da war dasselbe auf Scheiße. Aua! Warum können die Krähen verlangsamen? Okay. Zumindest eine Krähe. Was kannst du eigentlich? Eine Krähe sollte er kaputt kriegen mit dem Reihenangriff. Ich darf sehr wohl angreifen. Warum Spalt? Wo Zuschuss die macht 4 Safe Damage. Ja, so oder so, eine tot. Akaya hat eine Vogelscheuche vor sich. Die schützt ihn. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Easy, bist eingesperrt worden. Wärst du näher gekommen, du hättest einen Schritt näher kommen sollen, dann hätte ich dich eventuell geheilt. Das stimmt ja. Jetzt kann er sich ja selber heilen. Wenn ich nicht schon clearen würde. Ich würde so erwarten, dass du 2 verfehlst und das ist nicht schaffst, weil die dodgen oder so. So. Schon wieder eine Kiste. Ich opfer mich, ich hab das meiste Leben. Weil es eine Bombe ist. Es ist eine Mimik! Wow, das erste Mal, dass ich eine Mimik sehe. Sunny, komm her zu uns! Help! Help! Autsch. Aua. Ein totes Sunny. Einmal kurz Sunny wiederbeleben, meinst du? Danke. Die hat auch einfach Magie-Defense. Das heißt, ihr seid beide Schmutz gegen die Mimik. Jo. Sie hat physische Physisch. Ihr seid Schmutz. Ja. Wir nicht. Wie viel hat die Mimik gemacht vorhin? 10. Heil trotzdem mal den Trupp in der Mitte. Oder ich mach's. Ja, auf Akaya, wenn ich jetzt hier mache, dann sollte es alle heilen dagegen. Ich glaube, man kann sich nicht selber heilen. Damit, oder? Doch. Doch. Danke für die 50 Bit, Dark. Danke dafür. Für die ganzen Seelen. So. Die machen wir fertig. Die sollte eigentlich ordentlich XP geben. Ja. Ich kann an der kein Damage machen. Minus 1, du hast irgendwas verloren. Ich weiß auch nicht was. Du hast deinen Krippelstock verloren. Der hat meinen Stab gefressen. Frech. Wer kann hier jetzt nichts mehr? Also Akaya, du machst momentan noch keinen Schaden. Ich hab keinen Stab mehr. Ich mach mehr Schaden als Shining. Du könntest jetzt nach vorne gehen und normal zuschlagen. Würde gehen. Ach du Scheiße. Oh nö, die kriegt noch einen Angriff. Magst du mir gleich deinen zweiten Stab geben? Falls ich meinen nicht zurückbekomme. Mhm. Du hast ihn ja noch nicht verkauft. Doch, du hast ihn verkauft. Hab ich.
Ich darf einkaufen gehen. Gib mir meinen Gehstock zurück! Das würde ich mal an mich nehmen. Ich brauche was zum Angreifen. Das ist Kai. Kai. Ja. Kai. Ich würde sagen, dass, glaube ich, eine bessere Waffe zurückbekommen. Ich habe einen Scheißdreck bekommen. Warenhändler. Nacht. Warte. Blitzrute, ich weiß, wo ich hingehe. Bitte bleib, du dummer Händler, bleib. Oder kauf für mich die Route und ich gebe dir das Geld, bevor der weg ist. Ich brauche eine neue Waffe. Ah, kann ich nicht. Doch, die Blitzrute. Aber das ist auch die Blitzrute. Ich hatte gerade nach dem Bruder Wasser geguckt. Mich interessiert die Blitzrute mehr, vor allem, sie hat Blitz. Schock. Kaufst du mir ein welches Bruder Wassers? Wenn das Ding noch da ist? Wenn das Ding noch da ist? Dann passt das. Komm mir bitte entgegen, irgendwie. Die werde ich nicht alleine herausfordern, ich gehe wieder mit. Du hast einen Trank hergestellt. Oh. Ich fände es schön, wenn du dadurch den Secret-Duschen finden kannst. Ich wollte gerade sagen, das wäre geil. Das würde so hart das Spiel vereinfachen, diese Typen zu finden. Ja. Oder du wählst das Buch. Muss jetzt für dich entscheiden. Wählst du das Buch oder willst du den Stab? Die Antwort ist schnell entschieden. Ich zieh mal so lange seine Jacke an. Ich kann die auch gebrauchen. Magst du mir jetzt bitte instant die Blitzrute geben? Mhm, mach ich. Und dann können wir ja mal die Krähe hier wegklatschen. Dass die scheiß Mimik mir einfach meinen Stab weggefressen hat. Kommt mir so ein bisschen bekannt vor mit meinen Schuhen. Ey, Schuhe sind nicht so schlimm, wie wenn du deine Waffen verlierst. Das ist leider wahr. Vor allen Dingen, wenn du dann noch keine anderen währenddessen bei dir trägst. Du kannst dann nur noch zuschauen. Aktuell? Ja, okay. Was decke ich nicht auf? Es hat die Chance. Ich habe einen schönen Tag. Ja, finde ich auch. Jetzt, da du wieder eine Waffe hast, ne? Oh, wir sind noch alle im Gebiet. Dadurch, dass ich Unterstützungsreichweite habe. Ratte! Das sind 5 Gegner dort, alle Level 1. Aber es ist nur eine Ratte. Kriegen wir hin. Also Ratten sollten eigentlich leicht sein. Na, vor allem, wenn ich da vorne einmal reinprügeln kann. Ja, zieh mal lieber auf die hintere. Ich bin erst nach allen Ratten dran. Ah, nee, doch. Nein, du bist jetzt dran. Du bist dran, wie ich und Kai sind erst nach den Ratten dran. Das Ding ist, ich wollte sagen, geh vielleicht lieber auf die hintere Ratte, die hättest du direkt gekillt. Weil dann greifen nur 4 Gegner an. Scheiße. Ich hoffe, wir werden noch ein Leben verlieren. Ich bin gleich wieder tot. Nee, Akaya will für dich tanken. Ach, oh, Akaya tankt für dich. Problem ist, wenn es wohl. Okay, gut. Ey! Ich brauche euch in Reichweite des irgendeinen Würzes. Ich muss euch doch heilen. So, Akaya, kannst du nochmal durchheaten. Wenn man belebt wird, ist man auch instant dran. Ich mach nur meinen Job. Priest. Hui! Schade, kein Gruppenangriff. Nope, leider nicht. Dann geh ich lieber auf das Safere.
Wenn du jetzt das Vieh in der Mitte attackierst, ne? Dann solltest du beide damit vernichten. Beziehungsweise Akaya spätestens in der nächsten Runde. Und da ist unser vierter Mann. Macht Wasser. Wassersturm ist dann so. Okay. Hallo Kai. Na Ben. Oh, aber ich kill zumindest die beiden, Jan. Bist du schon ein paar Sek drin, dann gebe ich dir eben kurz die Maus. Gerade connected. So. Perfekt. Hast noch nicht viel verpasst, sind zweimal gestorben. Einmal Sunny und einmal Akaya. Warum geht das Vieh freiwillig ins Gift? Ich hab keine Ahnung. Ratten haben keine Giftimmunität. Keine Ahnung. Es will wohl sterben. Du hast verpasst, wie eine Mimik mir heldenhaft eine Waffe weggefressen hat. Ja, die Mimik hat mich auch umgebracht. Ich wurde von lächerlichen Ratten fertig gemacht. Die Ratten waren Level 1. Wir sind Level 0. Also, ihr seid Level 0. Kai hat am wenigsten. Okay. Akaya hat auch noch ein Würz des Gelehrten bei sich, das ist eh prozentual. Das nächste Gewürz kann er dann haben. Komm, noch eine Mimik. Ja, das wär's. Oder auch nicht. Das wär's gewesen, ey. Ja, oh, ja, kannst du. Ja, kannst du haben. Das sind halt neue Schuhe. Geben die halt weniger aus. Ah, neue Treter. Yo! Alles klar. Solche Verbrauchs-Items sind mir egal. Ich nehme den physischen Schaden gerne mit. Ich bin jetzt der Ausweichgott. Kau leiser im Hintergrund. Wer schnabuliert da im Hintergrund? Akaya! Da ist irgendwie so ein Nackedei. Ich glaube, jetzt könnten wir den dann schon schaffen. Sollte nicht komplett unmöglich sein. Oder du gehst ins Haus, obwohl der Dungeon, der bleibt noch eine Weile, geh ins Haus. Du kannst nicht investieren, aber du hast hohe Chancen. Ja, komm, let's go! 7 Fokus! Er will mir wirklich Konkurrenz machen. Ich muss nachrüsten. Ich bin jetzt Superior, Akaya, ich bin Superior im Fokus. Ich bin Superior am Ausweichen. Ja und? Und versuche mich zu treffen. Crit-Chance ist eher was für Kai. Ja, ich will das Heiligtum mit ausweichen. Den Steinheld sollten wir uns noch ein bisschen aufsparen. Das ist das Questziel. Der läuft, Der läuft in 5 Runden ab. Den sollten wir zuerst gemacht haben. Ja, aber eventuell, dass wir beide, dass wir alle drei noch einen vollen Level machen, bevor wir den Troll attackieren. Ja. Vielleicht noch in den Dungeon und danach dann den Troll, hätte ich jetzt gesagt. Dann trigger ich jetzt einfach mal den Dungeon. Ja. Sollte jetzt im Bereich des Möglichen sein. Wir sind ja knapp vom Level up. Ja, naja, und ich habe jetzt schon gute Rüstung. Ich habe dir, wie ich dir geschrieben habe, den Taktiker übrigens gegeben. Als Gruppe betreten auch. Wir gehen das Risiko ein, dass wir vielleicht nicht dafür bereit sind. Ach, das schaffen wir, das schaffen wir. Ich bin sehr... Ach ja, von Map-bedingt müssen wir 25 Kobolde bzw. Goblins umbringen, Kai. Na dann. Da haben wir ja zumindest ein paar Goblins. Ich wollte eigentlich in meine Ausrüstung, wieso kann ich... Achso, da unten. Ja, wirf meine Bombe im besten... Primitive Goblin-Bombe. Ach, das war das Ding, was ich, glaube ich, gebastelt habe. Als ob du Bomben bastest nebenbei! Ja, wirf die wenigstens! Aber auf den hinteren bitte! Ich weiß, die trinken um mich! Wirf das dann wenigstens auf die hintere! Goblin in der Ecke. Auf den Goblin in der Ecke. Ist ein Einzelziel. Ja, warte! Rechts! Gott! Auf den meinst du? Ja. Ich weiß schon. Verwirrungssprühstoß. Kriegt einfach noch Nebenattacken.
Der Goblin, der Geist schützt nicht. Du kannst auf den hinteren ziehen und alle drei treffen. Ja, ich muss jetzt kurz gucken, wie ich das genau mache. Ah, okay. So nicht. Natürlich trifft er. Au! Und er delayt dich noch. Finde ich frech. Finde ich ganz schön frech. Yeet. Kai, sollte du hast durchstoßen mit deinem Teil. Das habe ich gesehen. Hey! Wie war das jetzt mit Ausweichgott? Ja. Also das mit dem Ausweichgott, das habe ich irgendwie nicht so wirklich mitbekommen. Mein Ausweichen ist aber ziemlich hoch fürs Level. Naja, ich spare das mit der Gruppenheilung noch. Vor allem, wenn gleich der Raum geklärt ist, kann ich das sowieso in besserem Format machen. Hallo? Frech. Frech. Frechtags. Out. Oh, er gibt dir blind. Das ist, Leute, ich sehe nichts mehr. Gut, oder? Ja, das war Wahrnehmung runter. Aber ich kämpfe eh nicht mit Wahrnehmung gerade. Tja, Shining ist blind. Shining ist ein kleiner Blindfisch. Wenigstens einen schon mal los. Den rechten, danke. Den kannst, können wir in Ruhe lassen. Den, wenn Akai ja nicht mit dem Bumerang jetzt reinscheißt, kriegt er den sowieso. Da kümmere ich mich lieber um den Geist, der jetzt angreifen will. Ja. Ach, leck mich doch. Ja, wie war das? Wie war das? Magst du den anderen Goblin-Schützen dann auch anschädigen, dass der dann direkt mitstirbt? Oder wird's den Geist? Der Geist braucht Arschlange, bis er wieder angeht. Ich glaube, der Goblin wäre smarter. Du hast da gut reingekackt, Kai. Du hast einen Flächenangriff. Wassersturm! Na gut, jetzt kannst du normal im Weg machen. Jetzt brauchst du den Reihangriff auch nicht mehr. Ja. Ich würde gern noch treffen. Hatte nicht irgendwer einen Fellfluch bei sich? Heureka hat sich bei dir aktiviert. Dein ganzer Fokus hat sich aufgefüllt. Ja. Weil du ein Level abbekommen hast. Ich habe etwas, womit ich Schaden mache. Intelligenz nehme ich mal. Ja, einer von uns beiden. So, ich habe ein Kraut gefunden. Ein Einsiedlergras. Warte, bitte was? Das war das, glaube ich, das Gras, was hier eine sekundäre Aktion gibt oder so. Ah, nee, das war da. Ah, okay. Im Kampf verbessert das Ausweichen. Ja. Schaden ist jetzt nicht so hoch, dass ich sagen würde, Gruppenheilung hat wirklich keinen Fluch bei sich. Verdammte Axt. Ich habe einfach übel viel HP und ich weiß nicht warum. Ich wollte bei mir mal kurz reinschauen. Genau. Hey, gut, warum konnte ich gerade keine Waffe wechseln? Und ich, Weil das Waffe wechseln eine Sekundäraktion ist, die du mit der Bombe verbraucht hattest. Richtig. Ach ja, da war ja was. Gut, von mir aus können wir weiter. Hey, du hast Auskundschaften, nutzt es. Du kannst in die nächsten Räume immer gucken. Eine volle Heilung, wer hat das wenigste Leben? Ich bin voll. Das wäre, glaube ich, ich oder Kai. Prozentual hat Kai bessere Chancen. Ja, aber von den Prozent an HP, der fehlt, ist Sunny der mit dem wenigsten. Guten Appetit. Okay, nehme ich mit. Das ist so oder so eine volle Heilung, egal was davon ich kriege. Er hat ausgekundschaftet. Das nächste ist ein Kampf. Ja, das hätten wir auch so gesehen. Lass deine Fähigkeit gut, genutzt, Akaya. Ich habe sie nicht eingesetzt. Oh, jetzt bringt der Wassersturm was. Wassersturm, ja. Ja. Obwohl. Junge, einfach 4. Ach, komm schon. Er trifft ja einfach quasi so gut wie ich mit dem Boomerang. Meine Verteidigung! Nein! Ey, wer auch immer da gerade schon rumgeschehen ist, lassen. Nie verringert den Angriff, by the way, nicht die Verteidigung. Warum hast du nicht den Reihangriff gemacht? Weil da jemand rumgespielt hat und es deswegen umgeändert wurde.
Danke an den, der mit seiner Maus rumgespielt hat. Aua. Kai, ich will eine Vogelscheuche. Kriege ich sie? Ich hätte auch gerne eine. Leider nicht. Leider habe ich keine hinbekommen. Wird immer erst gespawnt, nachdem du dran warst. Beziehungsweise es besteht nicht Möglichkeit. Vogelscheuche. Nein! Und die Taktik. Nee, Taktikfeld. Verstärkt es auch den Magieangriff? Es verstärkt den Angriff generell. Okay. Naja, ich seh's. Ja, okay. 21 Damage. Fuck you! Oh, hat ja sehr viel gebracht. Du hast das Feld gut benutzt. Nicht. Sunny, du hast einen Trank, wirf ihn auf die Vier da. Beziehungsweise du hast eine Bombe. Du kannst die Bombe in die reinjieten. Jetzt nicht mehr. Doch, also ja, jetzt nicht mehr, das ist richtig, aber... Ja. So be it. Dann mach ich das in der nächsten Runde. Ist ja gut, ich verpiss mich da. Wir machen alle echt gut Schaden. Ey, wenigstens kacken die auch rein. Kai, magst du deine Bombe einmal auf den da reinbieten? Das verbraucht nicht deinen Angriff. Du hast eine Bombe in deinem Inventar. Und wie werfe ich die? Draufdrücken und werfen. Genau. Ich habe nämlich noch nie zuvor eine Bombe geworfen. Geht! Jo, einer ist clear. Zwei, das ist auch weg. Geht! Ist ja gut, ich verzieh mich. Ich weiß nicht mehr, wie man trifft. Naja, du gar nicht. Ach komm. Ja, die steht gerade ein bisschen kacke, bin ich ehrlich. Ja, ein negatives Feld wird... Ich wollte sagen, hätte ich jetzt daneben geschossen. Ich finde die Vogelscheuche aber praktischer als den Geist, den wir letztes Mal hatten. Ja. Die Vogelscheuche schützt wenigstens. Also wir hatten letztes Mal dein Jahrmarkt-Ticket eingesetzt, Akaya, und ja, da kam der größte Mist bei rum, der überhaupt hätte entstehen können. Ja. Wir hatten einen nutzlosen Geist als Kameraden, zumindest du, der einfach nur im Weg stand und nichts getan hat. Basically, ja. Wehe, du verfehlst. Hätte mich nicht gewundert, der Geist war gut im Ausweichen. Du bist einfach nur schlecht im Treffen. Schon mal für den Troll die Vorbereitung. So, wir kriegen auf jeden Fall wieder ein bisschen Wissen. Ist egal, wer es öffnet. Die goldene Kiste kann keine Mimik sein. Ist nicht möglich. Ist egal. Jetzt naja, gibt ja nur einen, der ihn nutzen kann. Also das würde ich entweder dir oder mir geben, Shining. Ja, kann, okay, wie viel soll ich noch kriegen? Kann auch Kai nutzen, der kämpft mit, auch mit Wahrnehmung. Wäre ein besserer Speer für ihn. Dann gib's ihn, weil ich hatte jetzt keine Ahnung, dass der mit Wahrnehmung kämpft. Ich dachte, er kämpft mit Stärke. Er kämpft mit Stärke und Vitalität und Wahrnehmung. Alle drei die gleichen Werte, tatsächlich. Bei ihm. Ja, dann, besser wird's nicht mit dem Troll, ne? Nope. Nö. Naja, das Einzige, wo ich mir irgendwie Landboot vorstellen könnte, wäre für eine Wüste. Und, bei Seefahrten habe ich Angst bei diesem Spiel, bin ich ganz ehrlich. Weil da kann jederzeit der Krake auftauchen. Und der Krake kann einen richtig hart aus dem Leben nehmen. Ach, den machen wir fertig. Das ist ein Secret Boss. Egal, das wird schon. Du hast was für Akaya gefunden. Das ist was für Akaya. Das ist doch quasi kaum besser als ist der. Ist denn noch ein Reichweite, das du es rübergeben kannst?
Der ist noch ein Feld zwischen und ich hatte keinen Schritt mehr. Dann sollte sich der Karl eventuell einmal neben dich stellen, damit du es ihm weitergeben kannst. Wir treffen uns doch eh hier gleich in der Nähe von dem ja. Troll. Kannst dich direkt vor dem Troll stellen, wir versammeln uns da und Karl kannst dir ja dabei rübergeben. Du kannst den Hinterhalt versuchen, aber die Chance ist eine... Ist da. Ich wollte sagen, ist gering. Über 50% Wer denkt, immerhin... dass er durchschlagen kann, ne? Also ich würde mich nicht aneinander stellen. Oh, ich werde jetzt hier so einen harten Job jetzt haben. Warum darf ich nicht zweimal angreifen? Du hattest deinen zweiten, Angriff benutzt. Ich bin nur schneller als du. Ich würde gerne gucken. Kannst du mal kurz das Chatfenster wegmachen? Du siehst auch hier seine benommen, aussetzen, verfangen und nass hat der Immunität. Verdammt, der hat Immunität gegen nass. Du Sohn! Du hast eine Bombe, wirf sie! Ich vergesse das jedes Mal. Extra Schaden! Du bist schon ein Schmiss und stellst durchgehend Bomben her, wirf sie! Ja. Wenn es ein Molotow ist. Ein Molotow könnte ich aber auch machen, da brauchst du keinen Alchemisten für. Da bräuchte ich einfach nur hochprozentigen Alkohol für. Kai, beschütz mich. Ich hätte jetzt gerne einmal Erfolg, weil ich kann ihm wenigstens Blitz antun. No. Ich treff doch nicht. Ich muss diesen Fluch hast loswerden. Du ihn geschockt? Nee, hast du nicht. Meine Rüstung hat sich erhöht. Warum hat sich meine Rüstung erhöht? Gute Frage. Nächste Frage. Dreschen. Warum habe ich so viel magische Rüstung? Durch das Ding, was du trägst. Die Moam-Schienen haben, glaube ich, welche gebracht und in die Rüstung, die du trägst. Er ist gleich tot. Jetzt ja, kriegen wir aufs Maul, Sunny. Auf die Fresse. Du kriegst aufs Maul. Hey. Ich hatte keinen Bock. Aber warum ist Sunny schneller als ich? Das ist Betrug. Warum ist ein höchster Stat-Speed und nicht Intelligenz? Weil ich 3 Speed-Stats dazu bekommen habe von Beginn an. Er hat das begabt mitbekommen, weil er hier der Magische ist. Weil er das am ehesten braucht. Das gibt mir Plus in allen Werten, plus 3. So, mach ihn fertig. Weißt du, kannst den treffe ich aber den Geist nicht. Nein, du musst nur so, perfekt treffen. Platz. Du musst nur treffen. Wir glauben an dich. Ja, sehr schön. Fühlt sich Gold für alle. Ein Hammer für Kai! Ich verwende ja schon. Alter, haben wir gerade ein Pech! Bitte lass mir meinen Stab! Ich will nicht. Meintet ihr nicht, dass verschlossene Truhen keine Mimics sein können? Das habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, die goldenen Kisten können keine Mimics sein. Ja, die Goldenen haben sie ja gesagt. Für eine Verschlossene hat er nicht gesprochen. Ich nehme mir mal seine Immunitäten. Hoffentlich. Aua. Das ist immun gegen Bluten. Und gegen Gift. Aber nicht gegen nassen jetzt. Schock. Ja, aber jetzt hat er keine Immunitäten mehr. Jetzt können wir ihn auch benommen machen. Pam. Jetzt ist er nämlich nass. Er hat Schock. Also er kann uns nicht mehr die Waffen wegfressen. Dafür muss er perfekt machen. Das ist gut. Er kann mich aber trotzdem umbringen. Er ist aber benommen. Ja, aber benommen macht nicht, dass er eine Runde aussetzt, sondern das andere. Nee, die Rüstung ist mir gerade wichtiger. Kai, du machst das. Kai, du machst was das nicht. Was kannst du eigentlich? Er hat 6 physische Abwehr. Es macht schon Sinn, dass ihr beide keinen Damage macht. Willst du nicht das Mitternachtsding opfern, damit wir die Scheintruhe schneller kaputt kriegen?
Der hat 12. Ich krieg das Ding halt nicht gekillt mit einem Mal. Ja, aber dann. Nicht, dann wäre das viel schnell, obwohl. Spätestens wenn wir dran sind. Die Stichkiste ist scheiß langsam. Ich hoffe jetzt nur, dass ich überlebe. Besonders, dass er mich nicht targetet. Er wollte Kais Waffe fressen. Huch! Mach ihn fertig. Ich versuch's, aber klappt nicht. Siehste, ich wusste es schon im Voraus. Akaya kann maximal 2 Schaden machen. Dafür mache ich meinen Schaden aber auch. Jetzt gibt er mit dem großen aufs Maul. Du gehst auf Nummer sicher, ne? Jetzt nehme ich den Safe Damage. Muss das Ding nicht gleich ein Stück geschlagen? Doch, muss er. Doch, muss er. Ich hab noch keinen. Dann nimm du die. Passt. Was bringt der? Vitalität plus 2. Ja, gut. Den nimmst du an dich. Du hast nämlich keinen. Gold für Akaya. Du darfst jeden von uns 10 abdrücken. Das wird aufgeteilt. Denn holt es euch, weil ich komme nicht weit. Kannst mir schon. Nee, das ist Sunny. Kannst Sunny schon mal seine 10 geben? Ja. Es wird schön aufgeteilt, das Geld der Quest. Ich habe diesmal nicht für dich gedrückt. Warum ich? Karma. Zum Glück nicht ich, dann wäre ich nämlich tot gewesen. Weil der Typ gekrittet hat. Aber wenn ich blute, ist okay. Ja. Hättest du auch nochmal mitmachen müssen, Kai, dann wäre es einstimmig gewesen. Nee. Ich verstehe schon, Leute. Ich verstehe schon. Dann blutest du halt ein bisschen und. So, ich habe einen Zeltschutzall aufgestellt. Man blutet im Leben doch eh schon, keine Ahnung wie. Sunny, nutzt das Zelt doch ruhig zum Heilen. Ich überlege gerade erstmal hier hinzugehen. Und dann gleich zum. Danach zum Zelt. Ich habe das Zelt einmal für uns alle aufgestellt zum Hochheilen. Jetzt, ich hätte so gelacht, hättest du den 1% Kampf bekommen. Okay. Nicht mit. So ein auf den, wie ich einfach auch ein Item verloren habe mit 1%, ey. Oder wie du den Hinterhalt gemisst hast. Ich habe ein Ziel. Was gibt's dort? Ein Glasschwert. Da ist doch für Kai. Oh ja, schwer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das kaputt geht, ist keine Ahnung. Das würdest du mal kurz die Hexenrobe anschauen? Widerstand, Fokus und Intelligenzgeschwindigkeit. Die ist eigentlich echt nicht verkehrt. Ja, aber könnt ihr vergessen, die kaufe ich nicht. Nee, aber für uns meine ich. Und die Schwüre sind quasi das gleiche nochmal. Nur etwas weniger Stats. Hexenstiefel und Hexenrobe, das ist ein Hexenset. No. Gruppen ausweichen. Wäre nicht verkehrt. Du hast gerade nur Entdeckungsdistanz. Kostet das 45, könntest du dir leisten. Ich würde mich mit den Hexenstiefeln zufrieden geben und du kannst in die Robe gönnen. Weil ich will Klingt mir eh nach noch, Plan. Weil ich will mir eh noch hier in der einen Stadt. Hier ist nochmal das bekannte Feuerschwert. Ja, genau, ich glaube, das kennen wir alle noch. Kann sich Kai leisten. Oh, das hätte ich gerne. Kostet dich 90. Der Nachtmarkt bleibt nicht ewig, ne? Was? Der Nachtmarkt bleibt nicht ewig. Also er bleibt ja, auf der Karte für ewig, aber er bleibt nicht ewig offen. Der macht nur einen Punkt übrigens. Egal, ausweichen ist ausweichen. Nicht unser Geld. Jo, ist dein Geld, musst du wissen, was du damit machst. Jo.
Du hast schon wieder was hergestellt. Ich habe dir eine Giftbombe hergestellt. Tränke herstellen heißt so, du bist Bombenmischer. Ja, basically. Kai, da sind diese leckeren Pilze, die wir Oskin gefunden hatten. Die kannst nur du erledigen. Vertilg sie alle. Du entdeckst einen ungewöhnlichen Pilz, der auf dem morschen Stumpf eines versunkenen Baumes wächst. Gift, Unwohlsein, Tod. 0% zum Glück. Also entweder er kriegt Gift oder er kriegt einen Gegenstand. Ja, okay. Wenn du einfach in der Lage gewesen wärst, dort den instant Tod zu kriegen, ey. Eigene Pilze im Verruhe können nach ihrem Genuss Magie abwehren, andere töten in Sekundenschnelle. Das ist einfach so ein Randomite. Entweder du stirbst oder du blockst das einfach ab, den Tod. Durch Magie. Also du kannst Magie damit einmal abwehren, aber es kann dich umbringen. Tja, sagen wir es mal so, das ist quasi so das Dead or Alive Gambling, was ich da unten gerade veranstaltet habe. Da geht's nach oben weiter. Unten ist das Questing. Wir sollten mal das Questing mal jetzt mal antreiben. Ah, da würde ich jetzt mal langsam nach unten gehen, den vier Kunden. Das Camp kann ich zwar nicht zerschlagen, aber. Nee, wenn du ins Camp gehst, dann wirst du sterben. Ja. Alleine stirbst du im Camp. Außer du hast wirklich nur Gruppenangriffe. Und ausweichen bis ins Gottlose. Oh, das die Ureiche, der heilige Baum verhult. Sunny, Kai, wer will? Ich lasse Kai die Ehre. Oh, das hat gesessen. Ich glaube, ich werde zu alt für solche Sachen. Krankst auch gut, ein alter Mann. Ich weiß nicht, wie ich diese Stimme jetzt hingedeichselt habe. Ich garantiere nicht dafür, dass ich das nochmal schaffe. Oh Gott. Dem große Krieger hier ihre letzte Ruhe gefunden haben, liegt ein Hauch von Tapferkeit in der Luft. Das wäre auch, was du für hast mich. Da, das ist noch verringerte Wahrnehmung. Oder du haust einfach so rein. Es hat sich halt nicht mal gelohnt. Absolut nicht. Ich auch nicht. Meine liegt einfach nur. Meine liegt auch nur hier rum. Jede Menge Spinnchen. Es regnet Wasser! Warum hast du nicht eine Bombe geworfen? Ich vergesse es immer, dass ich jedes Mal, dass ich herstelle. Ich muss mich ja erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich Bomben herstelle. Außerdem könnten wir Bomben auch auf stärkere Gegner anwenden, am besten. Der bastelt so viele davon, da ist das egal, wenn man ab und zu mal eine verballert. Schade. Naja, so viele hat er bisher nicht gecraftet. Nein. Ich habe 3 hergestellt oder 4? Was macht Verfangen? Wir dürfen nicht bewegen. Nahkampfangriffe. Ja gut, wir sind eh keine Nahkämpfer, das ist relativ. Mach doch erstmal die da rechts so kaputt. Wir sind ja nicht Kai, wir können auch aus Distanz angreifen. Die sind eben. Das ist relativ egal, welche. Auch Bombe! Naja, zumindest die nicht nass sind die. Ziel auf die hintere von den beiden am besten. Ja. Bombe! Wer Bomben bringt? Kaboom! War das die jetzt drankommt? Ich weiß es nicht, ich glaube. Ja, war sie. Tschüss. Mach sie fertig. So. Richtig und wichtig. Das hätte ich an eben gebraucht! Ich wollte gerade sagen, gebraucht hättest du gerade gebraucht. Ja, aber wir sollten komm, das auf jeden Fall auch. Mimik. Ganz okay, ehrlich, ich nehme mal, weil ich echt wenig Geld habe. Ja, alles gut. Knochenbogen, Eisfallen, Prien. Kann ich nehmen, ich kämpfe auch mit Wahrnehmung. Das gebe ich gleich direkt Kai rüber. Ja, hier nehmen. Ja, die kann ich verkaufen. Ich habe halt so das Gefühl, mit was kämpft ihr denn bitte nicht, ey? Ich kämpfe mit. Wunderbar, das war deiner. Sunny. Ach stimmt. Wunderbar, du hast es geschafft. Wir haben leider keine Zeit zu verschwenden, also komme ich gleich zur Sache. Es sind jede Minute schlimmer. Ja, merken wir.
Ich wünsche, dass es der Uhr eigentlich nicht sonderlich gut geht. Die meiste Zeit steht der alte Baum nur herum und lässt sich vom Wind hin und her schaukeln. Ich habe es vor einer Woche wieder von ihm gehört, nach jahrelanger Stille. Jetzt jammert er Tag und Nacht und lässt mich nicht schlafen. Also wieder Dekobaum. Um ja. Gottes Willen ist er weit weg! Ach du heilige Scheiße. Ach, lass mich allein. Siehst du? Wie weit kann der weg sein? Ja. Ich dachte, er soll wieder mal einmal ein paar Motten an seinen Blättern fressen, aber so schlimm war es vermutlich noch nie. Wir haben den ganzen Weg für einen Baum auf uns genommen. Für einen Baum? Junge Dame, die Ureiche wacht bereits seit der Ära von Omus über Farul, wenn ich bitten darf. Ohne diesen Baum würde die Welt nicht überleben können. Wann war die Ära? Tja, nun, ich glaube eben nicht an Baummagie. Da muss ich wohl anders erzogen worden sein. Aber wenn das so wichtig ist, können wir von mir aus nachsehen, was los ist. Dann gehen wir wieder dem Widerstand helfen. Ich wünschte, es wäre so einfach. Seitdem die Bergbaukörperwanne der Königin das letzte Mal hier war, sind die Goblins in dieser Region außer Rand und Band. Neulich abends musste ich ein paar von ihnen eins über die Rübe ziehen. Habe sie erwischt, wie sie meinen eisernen Willen stehlen wollten. Was soll ich denn sonst im Winter überwärmen? Sie wollten ihn seinen Alk klauen. Erzähl mir nicht, dass du mit den Klosterbrüdern hier schwarzgebrannten machst. Naja, irgendwie überrascht mich das nicht. Krieg ich mal los. Ich habe das Gefühl, dass das eine Weile dauern wird. Das stimmt. So schade, dass mein Wagen hinüber ist. Moment! Da fällt mir noch etwas Besseres ein. Jetzt dürfen wir. Gehen wir zu Häfners und Häfners Laden. Der gibt sich im Gebiet Herbstwald zum Ziel. Häfners Laden. Weißt du, was mich also irgendwie gerade triggert? Dieses eine Feld da, was unerkundet ist, und alles so, warum ist erkundet? Das triggert irgendwie. Und da ist jetzt der geheime Charakter. Farula Höllenberg. Das ist ein komischer Schwarzgebrannter. So, da hast du dein Schild. Dann kann ich theoretisch ja gleich die... Na gut, das schafft wahrscheinlich... Königliche Fracht! Diese gut bewachten Wagen sind heutzutage ein häufiger Anblick, denn sie transportieren unbekannte Waren von und zu der Burg der Königin. Kampf, du musst Kampf alleine kämpfen. Oder Kampf? Was für ein Kampf? Absolut nicht wieder Wolfit! Okay. Okay, das ist Wolfit. Legitim. Du haust den mit Kerzen eins über. Kai, ich hab gehört, du willst eine Schaufel haben. die Giftbombe. Ich stell halt am laufenden Band Bomben her. Ja und? Gegen starke Gegner richtig gut. Du kriegst nicht genug, um noch irgendwas anderes nachzukaufen. Ja, außerdem. Wie viel gibt mir die Bombe? Warte mal. Ich muss aber irgendwie hoffen, dass ich hier noch 8 zusammenbekomme. Könnt alle höchstens die Mitternachtsnässe noch kaufen. 2 6 Ah, das reicht hinten und vorne nicht für die Stiefel. Steht! Schade. Naja, dadurch, dass du weißt, dass ich mir da auch was kaufen will, werde ich auch bestimmt nicht die Stiefel kaufen. Alles gut. Jetzt, nächste Runde ist eh Nacht vorbei, wenn du dann wenn du noch runterkommst, wenn du es noch schaffst. Naja, ich sollte es schaffen, dort noch hinzukommen, eventuell, aber... Wenn würde ich nicht das Geld zusammenbekommen, glaube ich. Ich geh mal hier runter. Und ich habe aber keine Ahnung, wo ich meinen Ausdauer erzähle. Weißt du, das Flink wäre auch beim Alchemisten irgendwo praktisch gewesen, hätte 2 Bomben pro Runde. Ich drück das gleich für dich auf den Bonbon da unten, ne? Wenn du ihn schon gekauft hast. 2 Ausweichen, yay. Das war die 90 Gold trotzdem nichts wert.
Hier ist jetzt alles erkundet. Für mich war es das wert und damit basta. Mir egal, was du sagst. Na komm, kaufe ich mir ein Gottesbad. Rest kann ich mir eh nicht leisten, außer Gasthaus, und Gasthaus bringt mir nicht viel. Jetzt bin ich mal gespannt mit den Landschiffen. Mhm. Märkte gehen und Questen wurden erneuert. Was sagst du, ein Landbaut? Schau, Matrose, ich würde ja gerne eins vermieten, aber ich fürchte, dass du zu einem ungünstigen Zeitpunkt gekommen bist. Gerade als ich dachte, dass es schlimmer nicht mehr werden könnte. Kommen könnte. Haben wir Diebe alles genommen, das kenne ich. Seitdem wir unsere Boote für den Landverkehr umgebaut haben, laufen die Geschäfte nicht mehr so gut. Aber was blieb uns denn anders übrig? Die Königin hat den Seeverkehr stark eingeschränkt. Wie sollen wir Seeleute denn unsere Brötchen verdienen? Hey! Boote zu Land! Ich weiß noch immer nicht genau, wie sie funktionieren. Ja, das wollen wir auch wissen. Ackerland, fragt da auch mal da mal nach. Da muss jemand etwas gesehen haben. Ach ja, bei uns haben sich auch Vandalen ausgetobt, nämlich hier, Werkstatt. Vielleicht kannst du da etwas in Erfahrung bringen. Okay. Ja, da bist du ja direkt daneben. Ihr zwei könnt euch aussuchen, wer da hingeht. Ich decke jetzt erstmal das hier auf. Oder auch nicht. Hexenhütte. 3% auf den neuen Begleiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das wieder Drecks ist. Ich glaube es auch, vor allem, weil das halt der Nuller-Roll ist, deswegen. Wow, danke. Das hat sich ja echt gelohnt. Das hätte den Rune eher was gebracht. Naja, immerhin besser als ein Kampf, möglicherweise. Na, dann kannst du ja zuerst im Kloster war jetzt nichts, außerdem hast du eh kein Geld. Kannst ja schon mal zu dem Questing gehen. Hier unten ist sonst nichts. Ach, da war das. Standbild. So, jetzt, Akaya, du liest jetzt auch mal vor. Ich bin aber einfach echt ungern am Lesen. Ja, alle haben schon vorgelesen, jetzt bist du auch dran. Wie, dir fehlt auch was? Gesehen habe ich die Diebe zwar nicht, aber sehr wohl gehört. Ich habe gerade im Garten gearbeitet, als ich gehört habe, wie kleine Patschfüßchen in Richtung Wald gelaufen sind. Und als ich mich umgedreht habe, da war mein ganzes Werkzeug weg. Oh, und dieses Kichern, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Okay, ich weiß gar nicht, warum du nicht vorlesen willst. Man hat dir doch vor ein paar Tagen gesagt, dass du eine sympathische Stimme hast. Ich lese trotzdem nicht gerne. Also für mich selber lesen ja, vorlesen nein. Sunny, du bist dran. Ah, ich bin ja was noch. Ich habe noch zwei. Das Ding ist links, was du suchst. Ja, aber dann machst du dich doch eh auf dem Weg hin, ne? Obwohl ich dann wahrscheinlich so. Obwohl, bleibt mal mittig. Ich denke mal, werden dann eh wieder über die halbe Map gescheucht. Bestimmt. Und Kai holt sich jetzt erstmal alles, was ihm gehört. So, jetzt kann er erstmal aufschließen. Mehr oder weniger. Voller Fokus, da kannst du leider nicht durch. Ja, leider, ich muss einmal außen rumrennen. Schlag dir mit dem Hammer den Weg durch die Bäume. Kennt keine Kai ist kräftig genug, der schlägt mit dem Hammer durch. Der schlägt den Hammer um die Welt. Also du brauchst nur irgendwas verkaufen, dann kannst du dir eine Pfeife von der gönnen. Die kosten alle 25. Ja, ich weiß nicht, welche ich mir holen soll. Die geben dir alle einen Boost, wenn du irgendwas frisst. Kannst ja den einfachen Hut da verkaufen. Den will definitiv keiner von uns. Ich sehe halt, außer bei der Wissenspfeife, keinen sonstigen Grund, so wirklich. Ja, aber ansonsten hast du halt nur die Billo-Pfeife. Kannst du den einfachen Hut verkaufen und dann kannst du dir die Pfeife gönnen. Die alte Pfeife bringt dir halt überhaupt nichts.
Da ist jede Pfeife besser. Ja, dann auch direkt anlegen. Ja, habe ich so jetzt vergessen. Hättest du die jetzt instant verkauft, ne? Was dann? Probleme? Du hättest ja erstmal eine Weile lang anhören dürfen. Ja. Dann hätte ich dich einfach stumm gestellt. Frech. Dann hätte ich mir nicht anhören müssen. Hier, Geister sind eine ständige Bedrohung für Farol. Mach ihnen den Chaos, bevor du es noch bereust. Die dunklen Kräfte sind meinem Ruf gefolgt. Und ich bin gekommen, um sie auf Farol loszulassen. Denn ich bin die Bote des Untergangs. Warum ist sie so scheiße weit weg? Weil die in einem ganz anderen Gebiet rumschimmelt. Weil wir sowieso wahrscheinlich noch an der vorbeilaufen müssen, um hier eine reinzukauen. Ja. Wahrscheinlich hätten wir theoretisch gesehen schon bei der sein sollen. Ich dachte, ich bin dran, ich wollte nämlich auf den Stab wechseln. Von den Runden her hätten wir eventuell schon bei der sein sollen. Jetzt wäre dein Speer zum Beispiel praktischer. Ach du. Ich kann er jetzt endlos Wölfe holen, oder wie? Ich weiß schon, warum ich hier mit Feuerexplosion kämpfe. Um nicht zu treffen. Du könntest auf deinen Speer wechseln, dann triffst du wenigstens die beiden da. Musst aber dann nach vorne gehen. Ich kann nicht nach vorne gehen und Waffe weg. Dann beweg dich zuerst und dann die Waffe wechseln nächste Runde. Richtig. Kannst du noch einen Reihenangriff auf den Timberwolf und den Nager machen? Weil sonst, wenn du die Waffe jetzt wechselst, kannst du nicht gar nicht mehr angreifen. Ich sag mal so, wir haben keinen von uns, der den anderen schützen würde. Also ist der Punkt so oder so Wumpe. Was heilen Leben angeht, ich bin da und heile dich. Ich schütze mich einfach selber. Okay, jetzt brauchst du den Stab doch nicht mehr. Feigling. Nee, ich wollte nur in Reichweite, dass wir beide geheilt werden. Ja, okay. Wie viel nutzt du denn bitte? Feuer! Brennt! Feuer, 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 Feuer. Stein, 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 und Stein, Stein. sag mal, Shining. Den kenne ich auch noch. Ich weiß nur gerade nicht, aus welcher Serie der nochmal kam. Kosten und Wander. Was wolltest du, Sunny? Kann ich eigentlich deinen Blitzstab haben, wenn du die Feuerroute hast? Der Feuerstab kann zerbrechen, wenn der vollkommen reinscheißt. Richtig. Echt? Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Ja gut, dann ist in Ordnung. Ist zerbrechlich, das Ding. Das habe ich gar nicht gesehen. Tschüss! Ja, aber irgendwie bin ich die einzige Person, die bei zerbrechlichen Gegenständen reinkackt. Nee! Ich sag nur der Stuhl des Helden. das ist nicht nur der Stuhl des Helden, es ist einfach der Stuhl des Gottes. Das ist einfach Gottes Stuhl, Junge. Liebesgut, wer will darüber was wissen? Ach, du siehst aus, als würdest du zum Widerstand gehören. In der ganzen Stadt hat man kleine Kreaturen herumzischen sehen. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, habe ich meinen Hammer schon ein paar Tage nicht mehr gesehen. Wo ist der nur? Weg! Sag mir, Hildebrand, hast du eigentlich irgendeine Ahnung, was hier vor sich geht? Aber sicher doch, nach eingehender Wildung der Beweise würde ich wetten, dass die Imps die Werkzeuge gestohlen haben. Entschuldigung, forsche mal. Die Kreaturen wurden berichtet, uns Waldbewohnern Streiche zu spielen. Anscheinend haben sie wieder zugeschlagen. Diese Strolche. Da sind sie ja. Diese kleinen Teufel, wenn wir uns beeilen, können wir sie noch einen holen. Sehen die Imps eigentlich auch als Kobolde? Moment, ich glaube nicht. Wie konntest du? Du hast noch viel zu lernen. Ist schließlich nicht mein erster Tag im Wald.
guck mal, wenn ich hier auf der Karte das einsetzen will, dann sieht man auch, dass die um mich herum auch geheilt werden. Das ist cool. Wann aktiviert sich mein Kräuterfinden mal? Das ist ein Lager, kein Dungeon. Bevor du da hingehst. Ja, das würde keinen Sinn ergeben. Ich bewege mich auf jeden Fall gleich erstmal auf den Würfel zu. Du brauchst da nicht hingehen. Alleine kriegst du zwei Raben eventuell gerade so kaputt. Du kannst ich würde sie kaputt kriegen. Du kannst, also Sunny, du kannst sie kaputt kriegen. Ich glaube, die Spinne wird noch mitgezogen. Eventuell. Nee, wird sie nicht. Hinterhalt brauchst du nicht versuchen. Das schlägt fehl. Ich habe eine Chance von, ich glaube 60% knapp, dass ich dahinter nicht schaffe. So, nee, lass ich lieber. Kannst erst einen Wassersturm machen und dann eine davon recken. So war der Plan. Noch mehr Raben. Ja. Für den Schwarm. Ein Rabe kommt selten alleine. Ciao, Sunny! Der Delay war jetzt echt eklig. Ja. Autsch! Oh mein Gott. Gut, dass sie dich nicht weiter delayen können. Fuck. Oh. Sie fallen auf deine Niederlage. Da war einer gierig. Unterschätzt niemals Raben. Ich hätte vielleicht doch den Hinterhalt probieren sollen. Dass sie die Lane ist halt so gemein. Kai, du musst den gleich beleben. Du bist am nächsten dran. Du kannst dich ja instant zu ihm teleportieren und beleben. Port mich auf deine Leiche. Warte, du musst noch Teabaggen. Danke, Kai. Wo bleibt das Teabaggen? Kann ich jetzt bei dem Lebenden nicht mehr, ohne dass ich dafür irgendwelche Strafen in Kauf nehme. Die werden mich brauchen, aber ob ich sie brauche, ist eine andere Sache. Doch, brauchst du. Du stehst vor einem rätselhaften Relikt, dessen Geheimnisse dir noch verborgen sind. Warum verliere ich da EP? Gegenstand. Danke dafür. Danke für nix. Impfstamm aus einer Realität zu ihm. Vergiss nicht, zuerst die Krähe wegzuprügeln, bevor die Kameraden ruft. Ach ja, die Imps müsst ihr perfekt treffen. Oder er killt sie selber. Mit dem Wassersturm triffst du doch alle, oder? Ja. Wenn die Resistenzen weg sind von den scheiß Viechern da, dann müsste doch auch dieses perfekte Ausweichen weg sein, oder nicht? Nein, das ist keine Resistenz. Das ist ein Arschloch-Move. Hihi, ich brenne. Na, weg mit der Krähe. Lass mich in Frieden. Na toll, jetzt darf ich nicht angreifen. Doch, angreifen darfst du. Du darfst dich nur nicht, oder? Nein. Du darfst keine Nahkampfangriffe machen. Du könntest diese Aralie benutzen. Vielleicht macht die das Verfangen weg. Das betrifft ja dein Feld. Feld von Verdorbenheit. Das ist dann eher wie der Wassereffekt, weil das Verfangen ist ein Status. Genau wie Brand. Ich habe auch nichts, um das irgendwie wegzumachen. Kannst einen Pilz essen. Gehe ich das Risiko ein und töte mich mit dem Pilz?
Die Glef ist auch noch. Ja, du hast momentan nur zwei Hände. Wenn du den Schild nutzen könntest. Du kannst den Schild nutzen und dich wenigstens verteidigen damit. Du kannst ja nächste Runde wieder wechseln. Provoke oder erhöhen? Ich würde wahrscheinlich die Rüstung erhöhen an der Stelle. Elf Rüstung. Das ist crazy. Komm, versuch dir zu tun. Musst du mit deiner 10 Widerstand sagen, ey. Und ich hier mit 1 und 2, ey. Ganz ehrlich, ich halt nix aus. Ich stell mich hinter dich. Dafür gehe ich halt auch auf Ausweichen. So, als nächstes greift der Imp-Schamane an. Den werde ich nicht killen, außer ich... Wenn würde ich auf den Imp ziehen, dann triffst du alle drei. Außerdem, du hast eine Bombe, Junge. Die Bombe trifft auch alle drei. Nee. Kann aber nicht verwenden, weil ich gerade wieder bewegt habe, ja. Zack, einer schon mal weg. Mit dem Imp. Wodurch hast du denn Immunität? Dass der Immun gegen Feuer ist. Ich glaube, du kannst den rein ja. Oder ruhig machen. Na, ich bin zu haben, weil ich nicht safe. Dem ja. Vögelchen. Also ich stehe hier gut. Bin zufrieden damit. Aber ich habe ja irgendwie einige Widerstände auch durch meine Rüstung und so. Da, Kajak ist nur eine Vogelscheuche. Sunny! Nicht, dass ich die bräuchte. Sunny, warte! Geh auf das Damagefeld! Damagefeld und Wassersturm! Oh, stimmt. Bewegen. Kaya hat Taktik genutzt. Ich hab alles rausgeballert, was ich zur Verfügung hatte. Nein! Und dann scheiße rein! Der dreckige Schamane. Naja, um den Schamanen kümmere ich mich. Keine Sorge. Kai kann nie angreifen. Wir stehen im Feuer. Hast du irgendwas gesagt? Was siehst du, kümmerst dich um den Schamanen? Ich weiß von nix. Kai, Waffe, hau das Ding weg. Schlagen, Kai. Hau das Ding weg. Das sind alles Lügen. Hau das Scheißvieh weg. Ich glaube, das wäre smarter Schlag. Das ist halt echt. Er hat bei allen die gleiche. Nope. Kai hat die geringste Wahrscheinlichkeit, die ja, mein Teile durchkicken muss. Also diese Imps sind so nervig. Kai, du hättest doch einfach Schlag machen können. Sunny, du kannst... Warte. Imps und den Goblin. Ein Moment, bevor Sunny was macht. Die Bombe braucht nur ein Ding. Ja, ich nehme die Bombe. Mach das Scheißding weg. Krepier. Diese Biester sind so nervig. Ja. Ja. Ja, wir können mir ausweichen. Kai, willst du vielleicht hier zum Zelt kuscheln kommen und heilen? Ja, das wäre jetzt die nächste. Heilen würde ich auch gerne machen wollen und hätte es auch gerne vor dem Kampf gehabt. Nicht, dass es irgendwie relevant gewesen wäre. Ja, kannst jetzt eigentlich direkt aufs Zelt drücken und heilen. Den Fokus kriegst du auch dadurch. Ich bin am besten weggekommen. Ich weiß. Sag mir doch einer, dass ich dran bin. Ich dachte, du merkst das. Hey, du bist dran. Du bist dran. Du bist dran. Ich warte darauf, dass ich bewegt wird und dann irgendwann, wenn ich mir erwarte, dass ich ja meinen halt. Was haben die hier? Nichts, was für dich irgendwie vom Wert wäre. Wolltest du nicht den Bestienhut eigentlich an einen uns von uns weitergeben? Dann holt ihn euch. Sunny stand bei dir. Ich hätte ihn euch beiden geben können. Dann macht das doch vergessen. Einfach und scheiß nicht einfach drauf. Kai.
Ich bin schon seit Ewigkeit hier und habe schon Schlimmeres gesehen, aber es tut trotzdem weh. Du spielst den alten Baum echt gut. Er ist der geborene alte Sack. Warum ist er preis höher? Du kannst auch in den Dingens gehen. Du kannst auch bei uns reingehen. Das Ding ist immer noch da. Ja, aber die Meditation kostet mich nicht die Runde. Und das Ding ist nur noch eine Runde da. Das Ding verschwindet jetzt nach der Runde. Ja, aber die Vogelscheuche hat eine begrenzte Lebenszeit. Ja, aber das... Oh, was für mich oder für Sunny? Eher für Sunny. Ich falle dir so... Du kannst ja deinen alten Heilstab loswerden und hast eine bessere Waffe. Ja. Ich weiß nicht, ist mein alter Heilstab besser als dein Heilstab? Ich habe keinen Heilstab, ich habe generell Heilen. Ja, oder so. Jetzt will ich da aber auch hin. Hungrige Augen! Du wirst von meinem hungrigen Adler hoch in den Bäumen beobachtet. Kannst du investieren? Ich bin ehrlich, ich würde auf jeden Fall noch... Neuer Begleiter! Oh, ich habe genau sowas erwartet. Dass jeder Adler das deiner Gruppe beiträgt. Neuer Freund ist deiner Gruppe beigetreten. Das ist, glaube ich, sehr gut. Jetzt haben wir einen Adler dabei. Hoffentlich macht er mehr als der Geist. Mhm. Obwohl, das war die höchste Prozentchance. Er sollte irgendwas tun. Er sollte zumindest irgendwas zu irgendwas nutzen können. Ja, wir treffen uns bei den Imps. Gib mir den Stuff, gib mir den Stuff, gib mir den Stuff. Akaya. Akaya. Akaya! Ja, egal. Erstmal hau ich dem auf die Fresse und dann gebe ich Akaya, es dir. Akaya, Hauptsache, du gibst es ihm gleich weiter. Zani, du hättest es so oder so noch nicht ausrüsten können. Trotz. Er kann es dir gleich noch geben. Hauptsache, er denkt gleich dran. Let's go. Sonst hast du hier gleich drei wütende Menschen. Sepp. Soll ich jetzt erstmal wieder Waffe wechseln? Ja, der Bumerang trifft eher. Das stimmt schon. Mhm. Zum einen das, zum anderen kämpfe ich auch eher lieber aktuell mit dem Bumerang als mit dem anderen Teil. So, jetzt bitte Sunny die Hüte geben. Danke. Bitte. Du kannst dich ja oberhalb von ihr hinstellen, dann bist du nah genug dran und kannst noch weitergeben. War da nicht noch irgendwas außer dem, neben dem Hut? Ich kann direkt auf sein Fell drauf. Ja, funktioniert genauso gut. Hauptsache, du gibst ihm jetzt die Sachen wieder. Den Goblin-Helm und den bestienmännischen Hut. War da nicht noch irgendwas? Ja, den Segensring auch. Stimmt. Danke, mehr wollten wir nicht. Mehr kriegt ihr auch nicht. Ist ja auch nicht mehr, was wir hatten. Sehe ich dann Leprechaun? Geiße Lucky. Oh, um Gottes Willen, wir müssen mehrere Geißen vernichten. So, 5 gegen 4. Nope. Ich mach die alle fertig. Adler, mach was. Ich denke, der wird viel mehr machen als der Geist, weil der Geist letztes Mal war ja die schlechteste Chance, die wir hätten kriegen können. Ey, den muss man wenigstens perfekt treffen, wenn der auch mal einen Angriff eingesteckt. Okay. Der greift zumindest an. Jo, der macht gut Damage. Der hat auch Blutung als Effekt. Hab ich gesehen. Der kann Blutung machen. Der macht tatsächlich gut Damage. Was ein braven Vogel, Kai. Ich mag ihn. Mhm. Der Vogel ist toll. Wir essen wird es aber trotzdem, wenn wir hier alle vier Begleiter haben, dann keinen Schritt mehr gehen können. Naja, immerhin können die Begleiter tanken, aber ich glaube, wenn die tot sind, sind sie tot. Ja. Da krieg ich egal, auf welche nicht draufhauen. Dann haben wir auf jeden Fall zumindest Bates. Ich wollte auf den ganz links hauen. Und Vogelscheuche. Nehme ich sehr gerne mit, danke dir. Kai, beschütz mich. Ich brauch mal bitte eine Kanone. Aua, Kai, beschütz mich. Pack den Schild raus und beschütz mich bitte.
Braver Vogel, braver Vogel. Braves Vögelchen. Ich mag ihn. Du hast so Unglück, dass die immun gegen nass sind, ne? Ja, Kaya, du bist dran. Kaya, du bist dran. Hui! Ich danke dir. Dafür kriegst du gleich auch ein Schild. Kannst ja irgendwie nur BT machen. Sie ist eingeschlafen. Das stimmt. Was soll ich mal probieren, ob ich mit dem Stab angreifen kann? Ist eine Fernkampfwaffe. Give it a try. 20 Damage. Ja, damit. Alter. Genau, ich aber nur 55% Chance zu treffen. Hey, ich kann Damage machen. Und die Pflanze verreckt am Feuer. Los, Adler! Los, Vögelchen. Los, Vögelchen, mach ihm Platz. Hey, ich mag deinen Vogel. Wie heißt der denn? Adler. Der Vogel hat einen Vogel. Du hast einen Vogel. Nee. Ich nenne den Adler jetzt einfach Hawks. Ich hab keinen Vogel, aber hier in der Wohnung fliegen Vögel rum. Ist aus deinem Kopf ausgebrochen oder was? Nö. Ich hab keinen Vogel. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt fliegt er jetzt in der Wohnung rum. Nein, das sind auch Kai, nicht meine. Kai, gibst du mir eben den Stab? Ja, ich rech dir den Stab durch. Perfekt. Am besten vor den Kampf geht eben. Eventuell wird es auch also vorher die Waffe wechseln. Das werden mehrere Gegner sein. Willst du nicht einfach direkt mit der Klefe loslegen? Macht durchaus Sinn. Oh, wir müssen dringend unser Chaos senken. Brauchst du noch eine Einhandwaffe eigentlich? Hm? Ja. Du brauchst vor allem nochmal eine Einhandwaffe, Kai. Auf jeden Fall. Ja. Naja, die werden eh vernichtet. Schön vorsichtig, die sind glitschig. Die haben sich eingeölt. Kampf! Das wird jetzt ekelhaft. Ja, wir kämpfen gegen eingeölt. Bravo-Vogel! Das war den ersten Bravo-Vogel! Okay, der One-Shot mal kurz sein. Ich mag Hawks! Hawks ist ein braver Vogel! Der klatscht einmal kurz einen weg. Das Schlimme ist, ich habe den bis jetzt auch noch nicht missen sehen. Der hat jedes Mal zwei Würfel gemacht. Ja, aber ich glaube nicht, dass er 100% Garantie hat. Glaube ich auch nicht. Das wäre ein bisschen sehr OP. Nein, Hawks! Lass Hawks in Ruhe. Können wir den eigentlich heilen? Ja, können wir. Ja, wir konnten okay, immerhin. Wir konnten auch den anderen heilen. Hawks brennt! Ich hab keinen Heilkraut zum Heilen. Macht euren Job, klatscht die beiden Imps weg. Ich versuch. Wer es macht, ist mir egal. Ich schon mal nicht. Was kannst du eigentlich? Selbst Hawks ist besser. Der hat ja auch nur eine Zweier-Chance. Nein. Ach, komm. Was kanntest du? Komm, die Nein. Chance, dass ich mit einem treffe, ist wirklich low. Hawks! Nein! Ihr habt Hawks. Das gejinxt! Warte! Kurier... ich hab das Blut nicht mehr. Kurier doch Hawks, dann brennt er nicht mehr. Ich wollte sagen, Grüße von Brand müsste eigentlich, ne? Alles, was negativ ja. Sliden ist. Ja. Ich glaube, der wollte gerade irgendwie buffen. Ich glaube, der wollte gerade Angriffszonen erschaffen.
Enttäusche dich. Du bist so eine Enttäuschung. Mach's besser. Jetzt mach ich auch. Du wirfst jetzt auch daneben. Wie war das? Aber nicht Flame! Hallo, ich hab nur einen verfehlt. Du hast zwei verfehlt. Also gerade läuft das gar nicht irgendwie. Orks muss carryen. Irgendwie weichen die ein bisschen viel aus. Mach erstmal den linken weg. Auf die anderen machen wir eh die ganze Gruppenangriffe. Ja, weg mit dir. Und der Lehrling, naja, der kann eh nix. Ja, Junge, guck dir mal deinen Widerstand an, dann weißt du warum. Ich. Hier, so macht man das. Dein Hitschutz ist bei dir. Hier, so auch macht man das! da hatte mir keinen Bock mehr. Ich hatte keinen Bock mehr auf die blöden Biester. Die Elf gehen einen so auf den Sack. Ich brauche unbedingt eine kleine Einhandwaffe, die weniger Slots hat. Ja. So in etwa wie mein Boomerang. Jeden Tag eine gute Tat. Das scheinen die Werkzeuge und Bootsteile von Häfner zu sein. Finden wir langsam mal mit dem Eier fertig? Das bringt uns doch nicht weiter. Ja, machen wir uns gegen Häfners Läden auf. Dann Hafen auf. Dann wirst du schon sehen. Mag einer, Kai, magst du mir das Gottesblatt geben? Bei mir ist es besser auf. Oder bei. Ist Honey. Bei uns ist es jedenfalls besser aufgehoben. Okay, ich hab gerade, glaube ich, gar keins. Ja, ich habe auch nichts zum Gruppenheilen. Junge, ich würde so lachen, wenn wir eine Feld, was wir da überqueren müssen, einfach einen Kraken. Der Kraken kann auf jedem Feld im Meer auftauchen. Er meint das eine zwischen jedem Land und dem Heichen, der Weisheit wurde zerstört. Ey, frech. Wir müssen die eigentlich relativ schnell wegmachen, weil die machen unsere Heiligtümer kaputt, das ist sehr schlecht. Einmal über die halbe Map, viel Spaß. Ja, Die hatten random Heiligtum auf der Map zerstört. Da links das Haus. So weit. Sunny, magst du mir eventuell einen von den beiden Hüten abgeben? Jo, mach ich. Das war eh der Plan. Du hast das kleine Ungeziefer gefangen? Gelobet sei die See. Jetzt können wir uns wieder an die Arbeit machen. Ich hechte noch schnell dieses alte Gefährt wieder her. Dann gehört es dir ganz umsonst. Ach ja, wenn jemand fragt, dann hast du es nicht von mir. Ich habe schon genug Ärger mit der Königin. Für Reparaturen kannst du die anderen Landhäfen in der Region aufsuchen. Die sollten haben, was du brauchst. Tausche diese Urkunde in einem beliebigen Laden gegen ein Landboot. Willst du dann... Ja? Ja. Ich habe eine Vorsicht im Weg ausgekundschaftet. Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Guck dir mal diesen Schrott an. Ich wünschte, die Goblins würden in ihren Höhlen bleiben. Das ist ein Katapult. Ein guter Schaden. Entwaffnen wir dieses fiese Ding, bevor es noch mehr Schaden anrichtet. Sag mal, wie gute Augen hat der? Ja! Mehr Ahoi, erhalte dein erstes Landboot. Du hast dein erstes Boot erhalten. Boote können eingesetzt werden, um dich und deine Gruppe über größere Distanzen zu transportieren. Durch deine Reise werden die Boote abgenutzt. Aber keine Sorge, du kannst sie unterwegs oder in den nächstgelegenen Hafen reparieren. Ich glaube, da können wir uns alle gemeinsam reinsetzen. Dann können wir alle gemeinsam damit fahren. Ich glaube, wir müssen hier jetzt weiter. Also wir haben da noch einige Sachen, die noch nicht erfordern. Ja, wir können uns ja das... Warte, du kannst noch einen Fokus halten, investieren und dich schon mal reinsetzen. Ja. Ich setze mich nur rein. Oder... Im Laufe der Zeit konnten sich Landhafenmeister und Alchemisten das Wunder der Schiffsreise zunutze machen, und zwar an Dant. Ah, okay, du warst also beteiligt, Sunny. Ja. Ach, ich kann das direkt mitnehmen, okay. Wir brauchen nicht mal warten. Ja, guck mal, und wir fahren das alle gemeinsam.
Vor allem verstehe ich nicht, warum ihr es fahren könnt. Ich meine, ich bin der Besitzer davon. Ich habe die Besitzerurkunde geholt. Ja komm, dann sind sie aufgedeckt. Ja. Fuck. It was worth a try. Sunny, warte. Hm? Hut. Hm? Hut. Hut, danke. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Und damit meine ich nicht Hut frei. den wollte ich annehmen. Den anderen. Der geht an dich. Ich habe schon der was für den zweiten. Den Ring kannst du anlegen. Du hast ja noch nicht mal einen Ring. Jetzt habe ich einen Ring, sie zu knechten, sie alle zu unterwerfen. Ins Dunkel zu treiben und auf ewig zu binden. Ich habe das irgendwann mal auswendig gelernt. So ein Heiligtum ist kaputt, Alter, wir prügeln die jetzt gleich aus. Wir müssen Jürgen, die macht uns Heiligtümer kaputt. Wir müssen da so schnell wie möglich hin eigentlich. Wo ist die nochmal? Weiter links. Du siehst sie doch auf der Karte angezeigt. Ja, die ist arschweit weg. Die am Arsch. Wir müssen der so ja, hart auf die Karte nehmen. Ich will mein Ausweichen Heiligtum haben. Kriegst du nicht mehr, ist kaputt. Meine Ausweichen. Das Geile ist, er kann jetzt Entdeckungsdistanz geht trotzdem. Auch wenn er nicht dran ist. Ja. Das ist ziemlich cool, ja, weil wir im selben Gefährt sitzen. Ey, lass erstmal die scheiß Geißel verprügen. Bevor wir uns jetzt an das Katapult wenden. Obwohl, ich gehe erstmal in die zwei Felder nach rechts jetzt. Dann bauen wir da nicht nochmal hin. So, da ist dort nicht, können weiter. Das wäre so abartig gewesen, hätten wir das nicht erkundet und dann wäre das Ding wahrscheinlich genau da drin gewesen. Ja. Ich habe das Gefühl, wir müssen dafür über See. Und? Ja komm, dann mach erstmal das Interpol kaputt, dann ist es schon mal weg. Es liegt ja eh auf dem Weg. Also, das ist jetzt auch keine Schlacht. Aber wenn, investier doch den Fokus, wenn du es komplett schaffst, dann kriegen wir auch ein Chaos weniger. Ja, wir kriegen auf jeden Fall ein Chaos weniger. Was soll Arbeiter als solches Kriegsgerät hier zu suchen? Kai. Gehört ihr dämlichen Waldbewohner? Ich, der Moorsäufer, halte einen magischen Stein in meinen Händen, der mir die Kraft verleiht, diesen Wald nach meinem Gutdünken zu verändern. Mit diesem Stein wird sich die Ureiche mir beugen, dann wird ganz Farul mein sein. Bibbert also in euren ausgehöhlten Stämmen und Erdhügeln, denn das Zeitalter der Goblins steht bevor. Dein Steinchen juckt mich nicht, denn im Laufe der Jahrhunderte habe ich weitaus größere Mächte kommen und gehen sehen. Lass mich in Ruhe, Goblin, und störe mich nie wieder. Als ob da eine Fliege wäre. Haha, warte nur, bis du siehst, was für Katastrophen dieser Stein auslösen kann. Die sind stark genug, um dich zu entwurzeln. Dann verarbeiten wir dich zu Feuerholz. Der Rest des Walds wird danach keine Chance haben. Was ist das überhaupt für ein blöder Stein? Ich habe so das Gefühl, dass die Bergbauarbeiten der Königin dahinter stecken. Und ich koche vor Wut, wenn ich nur daran denke, dass sie damit Chaos in unseren Wäldern stiften will. Ich würde mir diesen Stein gerne einmal genauer ansehen. Seine Geheimnisse sind einfach zu verlockend. Es ist der magische Stein, wie gesagt. Vergiss den Stein! Wir müssen den Wald retten, die Leute auch, ist ja klar. Im Osten und Westen der Ureiche gibt es Städte. Du entscheidest, in welche Richtung wir gehen sollen, aber entscheide dich schnell. Im Gebiet Vorgebirge Schutzmond, Felsental oder Mook. Okay, ich habe Gefühl, das wird einen Ortswechsel auslösen, also sollten wir definitiv erstmal vorher den Charakter finden. Ich will ja allen aufs Maul hauen. Werden wir da überhaupt hinkommen? Ich bin mir nicht mal sicher. Es könnte sein, dass der Weg dorthin. Das lässt sich ja eigentlich überprüfen. Indem man hinfährt. Da wäre Schutzmond. Da ist Felsental. Und da oben ist Mook. Ja, also das ist definitiv denn auf jeden Fall auch über mindestens einen weiteren Stream hinausgestreckt hier.
Wenn man so sieht, wir brauchen so oder so mehrere Streams, um das Spiel durchzuspielen, also. Lass erstmal die Olle verkloppen. Die nervt gerade übelst. Ja, das ist gerade das Wichtigste. Verprügelt die Alte. Danach können wir immer noch erkunden, aber lass erstmal die Alte verkloppen. Aber guck mal, das ist ja nicht mal Wasser. Hier mal kurz bei so einem Laden anhalten, um unser Landboot ein bisschen zu reparieren. Nein, das wird ja nicht tun. Terraport. Welches Teil ist gefallen? Land in sich ein Hafen. In jedem Hafen findest du einen Markt mit Booten und Gegenständen rund um Boote. Nutzt du die angebotenen Dienstleistungen, um dein Fahrzeug zurückzuholen oder zu reparieren. Den Finger weg von der Maus. Zolle erst. Obwohl, mein Goblin-Helm ist besser. Jo! Naja, der... aktuell sollte ich ja der Besitzer dieses Landboots sein. Das gehört uns allen und fertig. Nicht irre. Ich habe die Besitzerurkunde. Und wir fahren's. Guck mal, da ist sogar die erste Stadt. Schau mal, die Goblins belangern schon wieder einen Schutzmond. Wir müssen schnell handeln. Schnapp dir deine Ausrüstung und zeigen wir dieser grünhäutigen Plage, wer hier das Sagen hat. Da oben ist eine größere Plage. Pulver. Ja, die Plage ist wesentlich größer. Regnet. Überraschung. Grabräuber, ey. Was ist denn wieder schon ausreichend Wahrnehmung und Geschwindigkeit? Nee, der ist scheiße. Nehme ich, auch wenn ich ganze wieder Dinger herstelle. Kannst du zur Not mir geben. Oder Akaya, einen von uns beiden. Aber ich bin der Meinung, wir sollten Schutzmond vorher machen, weil das eine rundengebundene Sache ist mit Schutzmond. Sicher? Das ist die Hauptquest, die ist normalerweise nicht rundengebunden, oder? Kreis einfach an, liegt eh auf dem Weg. Mit den Bewohnern von Schutzmond ist nicht zu spaßen. Die sind Level 3. Ja, und ich bin auch Level 3. Da kommen sie! Ich bin genauso Level 3 wie die Goblins. Braver Vogel. Aber kann es sein, dass der Adler garantiert als erstes angreift? Ja, wahrscheinlich, weil der so einen abartigen Geschwindigkeitswert hat. Du hast den Heilstab gerade ausgerüstet, ne? Glaube ja. Nee, hab ich nicht. Doch, hast du. Oh, warte. Du hast zwei. Und den du gerade anhast, ist der bessere. Ja. Ja, und der drückt auch gut Schaden. Bombe! Du kannst bombardieren. Ja. So heile ich mich, den... Warte doch noch eine Runde, dann kann Akaya noch zu uns wandern. Wirf doch jetzt, dann wirf erst die Bombe. Auf den Dreier-Trupp da rechts. Also, das ist Damage, nehme ich mit. Und ansonsten kannst du ja den Einzeltypen erstmal verkloppen. Der da so alleine steht. Der hat 5 magische Verteidigung, das wird nix. Du machst 21 Schaden. Verprügel den mit physischer am besten einfach. Ja, Kai kann sich um den magischen Fakten kümmern. Glaube ich immer noch böse. Aber. Die mögen dich. Ouch. Die mögen mich. Deswegen habe ich doch gesagt, ich sollte vielleicht heilen. Nee, du kommst schon zum Heilen. Aber lass Akaya doch auch die Heilung mitgenießen. Der hat auch gerade mehr als Hälfte Damage schon längst gefressen. Wenn jetzt der eine kommt und auf mich geht und trifft, haben wir ein Problem. Das ist ein Scharlatan, der wird eine Bombe werfen. Und das wird wahrscheinlich magischer Schaden sein, der an dir mehr oder weniger abperlt, ohne dass er überhaupt irgendwas tut.
Vor allem, wenn Kai jetzt mit Dreschen richtig reinkloppt in den ganz links. Ja, aber wenn das heftige Dreschen. Wenn das heftige Dreschen komplett durchgeht, ist er tot. Ja. So viel dazu. Uff. Ach, weil der die Attacke wieder gewechselt hat. Guck, die mögen dich, Sunny. Die mögen dich. Was ist das für ein Feld-Debuff unter mir? Verwirrung. Und was macht das? Wenn ich darf, dann zeige ich es auch. Entschuldigung, ich war gerade dran, aber ich hab schnell wieder losgelassen. Vorübergehender Verlust der Charakterkontrolle. Heißt, du verprügelst deinen Mitstreiter. Oder Charaktere, die du nicht willst, bewegst sie irgendwo hin, wo du was du jetzt kannst du uns übrigens zu vier teilen. Hawks darf ja nicht vergessen werden. Ja, der muss ja auch lange überleben. Hawks muss carryen. Weg mit dem. Vielleicht wollt ihr euch da wegbewegen. Vielleicht will Kai sich da wegbewegen. Vielleicht ist wenigstens einer intelligent. Also Kai ist verwirrt, das ist... zeugt nicht von... Okay, das wird das. Der ist doch jetzt tot. Mit dem Hammer ins Gesicht. Kommen da jetzt noch mehr Gegner? Echt? Ich wollte. Nimm ich mal, ne? Jojo, nimm du das ruhig. Heilungsaura. Dafür nehme ich die nächste magische Waffe. Heilungsaura reinigen, das Sturm und Gruppe weg. Allein schon, um die Heilungsaura auszuprobieren. Ja, hier kommt, du hast eh 10.000 Bomben. Bomben für mich, Bomben für mich. Gute Arbeit, aber ich glaube, wir sind hier noch nicht fertig. Das hieß, dass wir hier drei Kämpfe vor uns haben, übrigens. Okay. Dann wissen wir das jetzt, dann weiß ich das jetzt. Bombi! Bombanamo! Sunny, was Bombe? Bombenprank. Ja, prank sie! Prank sie mal so richtig! Ja, dahin. Das war ein guter Prank. Und jetzt auf den Grobian. So, wie funktioniert die Heilungsaura überhaupt? Das ist ein leichtes. Ich kann so oder so einen von denen nur garantiert tot machen. Oh, passt. Oh, guck mal, Kai. Die wollen's. Kai juckt das nicht. Krieg ich's aber nicht hin. Ich glaube, das was über Zeit heilt. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich jetzt so rund um mich herum die Felder mache. Ich auch. Oh, Doppelpeaks und jetzt kommt Hawks. Sunny, ich will auch. Ja, wenn dann bleibt es nicht so runter, nehme ich den gerne. Ansonsten bringt er nicht so viel, glaube ich. Ich will auch. Nope, du kriegst gut den. Einen wegbekommen. Und der nächste down. Bleibt die Vogelscheuche bis nächste Runde? Nein. Nope, schade. Habe ich eigentlich bisher Schuhe oder laufe ich immer noch barfuß rum? Das weiß ich gerade gar nicht. Du hast diese Moorarmschienen und die machen dich. Oh, guck mal, ist eine Aufbesserung von deinem Fernglas. Jo. Ja, rüber damit. Kai! Haben endlich! Nochmal! Ey, man muss sich nur beschweren, ne? Man muss sich nur beschweren, dass man mal endlich was dafür haben will. Meins? Digga, ich will auch endlich mal Waffen bekommen. Letzte Welle. Wie lange laufe ich bitte noch mit meinem Boomerang rum? Wir können doch nichts dafür, wenn die nichts Gutes haben. Jetzt weißt du, oh, Sunny, du kannst jetzt richtig ran mit der Bombe. Du kannst vier Leute treffen. Kaboom? Kaboom?
Du hast Spaß als Alchemist, ne? Ja. Der hat ja aber auch Spaß dran. Alter, der Alchemist ist 10-mal besser als der Gelehrte. Der ist einfach 10-mal besser. Also, wenn es eine Klasse gibt, die ich nicht neu spielen muss, dann spiele ich nicht so wie den Alchemisten. Der macht Spaß. Oder einer von euch überzeugt mich, dass er den Alchemisten bekommt. Kaboom? Ey, warum kann ich hier... Ah, doch, kann ich. Kai, das ist ein sehr explosives Argument. Angenommen. Ich kann auch nur den Grund nennen, nee. Kaboom. Also, ich habe gehört, wir sind alle Alchemisten. Ich habe gehört, wir sind nächste Runde alle Alchemisten. Oh Gott. Den Dulles. Wir machen in der nächsten Runde nur Alchemisten. Ja, wir machen mal den Alchemisten-Only an. Ey, das wäre übel witzig, bin ich ehrlich. Einfach nur Kaboom, 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 Kaboom. Junge, mit dem Alchemist-Only-One würden wir alles vernichten. Aber dann hätten wir nichts mehr für physischen. Doch, die Bomben. Die Bomben. Nicht alle Bomben? Kai, endlich! Endlich kannst du Schild und Waffe. Wir können uns dann einfach die physischen Bomben aufsparen. Oh, du hast den Panzerknacker. Jetzt willst du Dagobert wieder an den Kragen. Da will wohl mehr Geld scheffeln. Schön, dass alle verstanden haben, was ich mit dem Witz meinte. Weil es kennt nicht jeder die 100 Duck-Bücher. Die Taschenbücher sind geil. Ja, die sind echt richtig gut. Tatsächlich würde ich in Charlotte. Er hat 5 Verteidigung. Der hat 5 Verteidigung. Wenn du triffst, dann ist er weg. Jo. Sind wir den schon mal los? Aua. Du musst nur treffen. Ja, aber der Grobe überlegt, dass wer da physische Verteidigung hat. Du willst ja, glaube ich, rausscheinen. Ich habe alles gemacht, womit ich dienen konnte. Man will einmal nett sein. Das sind nur negative Felder, Sunny. Wo soll ich hin? Ja, aber lieber nur nass als nass und verwirrt. Ich kann doch eh nichts anderes als heilen, also macht mich der Verwirrt auch nicht gefährlicher. Ja, ist doch. Eigentlich egal, welche ich auch. Heilst du die Gegner nämlich? Nee, ich glaube, das geht nicht. Da, okay. Kai, da hast du deine Vogelscheuche. Ja, ich kann endlich auch mal Protected sein. Los, Hawk, mach ihn fertig. Komm, Sunny, strahl ihn tot. Er greift halt nächste Runde an. Ich hoffe, überlegen, ob ich jetzt gerade schon eine Kugel hier. Das ist ein geiles Standbild gewesen. Ja. So nach dem Motto, Scheiße. Wenn du eine halbe Ewigkeit vor deinem Tod schon weißt, du bist gearscht. Meiner. Ja, ich hab schon was für Feuer. Alter, wie viel Schilder noch, Kai? Dieses Standbild eben war halt einfach so Be Right Back Moment. Ja, schon irgendwie. Der hätte in dieses eine Meme von Jojo gepasst. Einfach so to be continued. Ja, das meinte ich ja eigentlich auch. Verflucht. Den Rest des Waldes werden wir uns trotzdem einverleiben. Niemand kann das Zeitalter der Goblins aufhalten. Ich sage es dir nur einmal, Goblin. Verschwinde von diesem Ort, sonst erzündest du eine Macht, der du nicht gewachsen bist. Oh, okay, wir müssen in alle drei Gebiete. Sunny, du kannst noch nach Schutzmond. Ja. Allein schon für die Medikation. Aber ich würde sagen, wir hauen dann nur noch die Wächterin auf die Fresse und dann gucken wir mal, dass wir so langsam denn rausgehen. Ja, danach wäre Feierabend. Ach, guck mal, ich krieg auch noch einen Feuerstab, wie es scheint. Okay, ich will doch auch nur Waffen haben. Kannst den Handbogen kaufen. Der hat doch wahrscheinlich eh nichts. Na, dann behalte ich über die 2 Intelligenz. Also die alte Heilroute kannst du auf jeden Fall verkaufen. Die Heilroute kannst du verkaufen. Fall. Ich weiß nicht, ob der Handbogen überhaupt gut ist. Ich glaube, das Buch des Wassers kann mittlerweile auch weg. Ja. Ist nicht mehr praktisch.
Der Handbogen, du kannst dir auf jeden Fall die Wissenspfeife noch gönnen. Die machen. Die hauen mir jetzt platt. Gleich zu bekämpfen. Die Scheißhexe. Die an unseren Heiligtümern rumhantiert. Die Scheißhexe. Die wird gemacht. Du kannst die Macht, die ich befehle, nicht einmal begreifen. Du kannst die Macht, die ich befehle, nicht einmal begreifen. Hallo? Dann das war meine. Das war meine. Okay, ich hab bei dir literally nichts gehört. Du hast vorhin... Meine Niederlage ist unumgänglich. Entschuldigung, also bei mir hat man literally nichts gehört. Er hat's versucht. Ja. Das wird auf seinem Grab stehen. Er hat's versucht. Er wollte nur spielen, ne? Mach die weg! Ja, weg damit. Doch. Egal. Wir sollen brennen. Die können brennen, die können nur nicht bluten. Ich hab das Icon falsch erkannt. Oh gut. Ach du Scheiße, die hat 4 Fokus rein investiert. Aua, zum Glück auf uns. Vor allem, das war übel dumm, sie geht auf die Magier damit. Du kannst dein Ausweichen erhöhen. Ja, okay, aber warum sollte ich? Magst du den Diener ganz links wegschießen? Ich habe auch denselben Gruppenangriff gleich. No? Niedlich. Er macht den Dreier in Fokus-Investition und weist trotzdem noch raus. Giga-Chat-Move. Junge, ich würde gerne mal einen sehen, wie er mich angreift und ich ausweiche, aber wohl nicht. Junge, Shining, du machst mir Konkurrenz mit Ausweichen. Ich würde gerne meine Explosion auswählen. Mensch. Du hast 48 Ausweichen und ich 49. Du machst mir echt Konkurrenz. So, mach den Diener weg. Weg damit. Jetzt ist nur noch die Garstige da. Willst du oder? Ach, okay, er will. Go Hawks. Pass Schocks nimmt sich das. Heftiger Feuerblitz. 38. Nee, 22. Ja, die hat ja auch 6 Abwehr. Sie hat 6 Abwehr. Mehr Diener. Nope. Irgendwas anderes Blödes. Was ist das? Nix. Auf uns ist nichts passiert. Ach, ich bin nochmal dran? Wieso bin ich nochmal dran? Kann es sein, dass du irgendein Defense, dass du irgendein Ausweichen-Buff drin hast, Shining? Ja, der hat so ein Kraut geschluckt und seine Pfeife macht, glaube ich, auch Ausweichen hoch. Nein, ja. Meine macht, meine ist Wissenspfeife. Ich kriege MP. Besiege Wächterin Freebie und versiegel die entweihte Kirche. Es ist Frey, so heißt der Erfolg, den wir gerade bekamen. Ja, okay. Aber es bringt halt sonst nichts. Literally. Ich hab ne schöne Friese! Und die Immunität gegen sämtliche Status-Effekte. Mal ganz im Ernst, die haben dir gerade die Haare vom Kopf gerissen. Junge, wie müssen wir die denn verprügelt haben? Wer von euch hat seinen Haaren festgehalten? Tut mir leid. Vielleicht sind sie in meinem Spiel hängen geblieben. Tut mir leid, das war Zickenkriechte. Ihre Frisur war besser als meine. Ich finde geil, dass sich das deine Haarfarbe anpasst, weil du hast jetzt blonde Locken und sie hatte schwarze Locken. Das ist Magie. Ist dein... Der Würfel ist unten. Ist nicht wieder gereinigt? Müsste. Da unten ist der Würfel. Machen wir den Würfel noch Platz und dann ist für heute Schluss. Jo. Sieht irgendwie aus wie so ein verderbtes Heiligtum. Aber die können ja nicht mehr verderbt sein, sie ist ja jetzt weg. Ja, aber sie hat ja welche unterwegs noch verderbt. Oh, nee. Tempel der Dunkelheit. Von dunklen, die Welt wird von dunklen Wolken. Guck mal eben wegen der... Oh, Sternhelden. Kai, du oder ich? Du. Nimm du ruhig, du brauchst den Fokus mehr als ich. Meanwhile.
Meanwhile ich. Hey, du hast genug Fokus, wenn es actually mal voll ist. Siehst du? Wenn es voll ist. Ja, wenn es voll ist, brauchst du keinen Fokus. Komm, du kriegst doch eh gleich den Hut. Neufokus. Ach nö, das sind Schockwürfel. Okay, du musst das machen, du triffst ja am ehesten. Gut, dann equippe ich gleich erstmal meine Axt. Nope, warte. Jetzt seid ihr auf mich angewiesen, ihr Noobs. Du musst ja auch nur einen treffen. Wir vier. Amateure, so macht man das. Wo ist jetzt der Button, der mich dazu befähigt, dass ich meine Teammates angreife? Was kann ich dafür, dass ihr so Amateure seid, ey? Das ist nicht meine Schuld. Na gut, Kai hat eine Chance von 3, wir haben eine Chance von 4. Ich könnte auch meine Waffe weglegen, dann habe ich eine Chance von unendlich. Okay, so, eine bin ich. Ist schon mal weg. Ich will nicht. Die können einen Schock verpassen. Komm! Los, Hawks! Ach komm schon, Hawks! Was kannst du denn? Daneben! Verdammt! Das war ein Versuch wert. Komm mal, Kai, wir machen das jetzt nochmal. Dank für die Bits, Doc! Dank für die ganzen. Ja, alles Amateure hier, ich kritte nochmal. Manchmal sind Leute ziemlich Amateure hier. Und das Schlimme ist, ich habe nicht mein Schild ausgerüstet. Der ist. Die ist actually gar nicht mal schlecht geil für mich. Gar nicht mal geil, du meinst gar nicht schlecht. Und trägt auch noch bessere Schuhe. Jetzt siehst du aus wie ein Ritter und nicht wie ein Bauer. So, ich meine, vom Bauer zum Ritter. Warte, ich wollte noch die Schuhe gucken, wenn sie nicht. Also, ich würde ihn gerne nehmen, dann würde ich dir meinen Hut geben. Wenn du ihn haben möchtest. Ich habe gerade eine wunderschöne Frisur. Ich habe keine Schuhe an. Okay. Und zur Not, wenn ich mal Werte brauche. Ist jetzt nach der Runde eigentlich Schluss. Also ich bewege mich jetzt nur das Feld hier hoch. Ja, dann lass mich nochmal kurz. Und dann ist eigentlich auch Feierabend. Ich würde nämlich gern nochmal eben zumindest den Hut ausrüsten. Das sieht doch aus wie ein Zaubererhut. Vorbeischauen. Sag doch, dass du dahin willst. Das interessiert mich auch noch was. Da. Ach, das Herbarium! Das könnte ich ganz gut gebrauchen. Damit du noch mehr was? Kraut findest. Ich kann nicht. Dann würde es sich wenigstens endlich mal aktivieren. Oh, schwarze Katze. Ja, aber wir sind ja schon gesehen, die ist so geil. Die hat. Wir haben. Die Dinge, die sie gesehen haben muss. Den will ich mir holen, die schwarze Katze. Will haben. What? 31 Damage. Ja, okay. Da kannst du die Gegner verfluchen. Nee, komm, dein Ding bringt 2 Fokus mit sich und neu fokussieren. Ja. Einen besseren Hut wirst du nicht mehr finden. Der Kristallstab wäre sehr interessant. Junge, der hat vor allem auch nur einen, also die Wahrscheinlichkeit, dass du triffst, ist hoch. Und wenn er nicht trifft, zerbricht er in der Hand. Der kann zerbrechen. Ja, so wie der Kristallbogen, den wir mir damals geholt hatten per Quest. Also der Kristallstab wäre sehr interessant. Ich würde da auch nochmal reingehen wollen. Ich würde da auch nochmal reingehen wollen in den Nachtladen. 95, wenn wir alle zusammenlegen, dann könnte es für das Herbarium reichen. Wenn wir alle zusammenlegen, dann reicht es fürs Herbarium. Ich kann mir sowieso nichts leisten in dem Laden. Ich opfere mein Geld fürs Team.
Naja, ich glaube aber, wenn Shining dran ist, ist der Händler wieder dicht. Ja, wahrscheinlich. Nicht nur wahrscheinlich, der ist dann wieder dicht. Deswegen gucke ich, dass ich mir jetzt die schwarze Katze hole. Dann brauchst du einen mehr. Kannst du den Reisehut verkaufen. Den Reisehut. Könnte ich das hier machen, aber... Nee, den ausrüsten und verkaufen. Den anderen, den Jägerhut, der kommt weg. Und die schwarze Katze, die hole ich mir, aber die lege ich noch nicht an, solange wir hier am Erkunden sind. Ja, klingt nach einem Plan. Aber ich glaube, damit hätte ich denn den höchsten Glückswert, den wir überhaupt bisher erreicht haben. So, denn, ja. Können wir hier jetzt damit aufhören und beim nächsten Mal dann weitermachen. Mhm. Weil jetzt ist ja wieder die Person dran, die immer anfängt, sonst. So, dann mache ich mal speichern und beenden. Jo. Und können dann beim nächsten Mal weiter gucken. Okay, du hast das Sonderziele finden. Find den scheiß Charakter. wir hören genau jetzt auf. So, Wissensladen. Wir haben neue Eigenschaften freigeschaltet. Eifer. Das klingt gar nicht mal verkehrt. Chance im Kampf zuerst zu handeln. Navigator. Charakter hält am Ende des Zuges 2 zusätzliche Bewegungspunkte auf allen Booten. Während der abseits der Wege oder auf dem Meer unterwegs ist. Also leisten können wir uns die sowieso und es sind Talente. Ja. Allein deswegen werden die schon mal gekauft. Dann kommt mit dem Geld, mit dem Rest erstmal zurückhalten, weil Charaktere kosten Geld. Goblin-Sachen sehen scheiße aus, fast sieht scheiße aus. Ist jetzt nichts wirklich. Gänzen sowieso verschwinden. Das hat was. Zumindest für euch weibliche Charlie, für die männlichen wahrscheinlich eher weniger. Es wird noch keinen weiteren Standort freigeschaltet haben. Na gut, damit wird dann jetzt aber für heute Feierabend. Ich hoffe, dass alle wieder Spaß beim Zusehen hatten. Ein Jahr später bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen. Und hier auf Twitch natürlich ein Follow. Um den YouTube zu schauen, sage ich natürlich als erstes wie immer ciao und bis zum nächsten Mal. Nacht. Ach, bis dann.